Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu unserem dritten Dialog Digitalisierung, der im Rahmen unseres BMBF geförderten Projektes Metavorhaben DigiEBF stattfindet. Der Titel unserer Veranstaltung ist Weiterbilden in Zeiten des Social Distancing. Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wie die Corona-Krise die Weiterbildung verändert hat. Und weil wir der Dialog Digitalisierung sind, werden wir das ganz klar auch unter dem Fokus betrachten, inwieweit die Digitalisierung durch die Corona-Krise befördert worden ist oder verändert worden ist, wie Einstellungen verändert worden sind, welche Folgen die Krise für Einrichtungen, für Kursleitende, für die Weiterbildung insgesamt hat. Wenn ich jetzt so auf die nochmal zurückblicke, als wir uns das letzte Mal getroffen haben zum Dialog 02, da haben wir gesprochen über Möglichkeiten, Digitalisierungsstrategien in Einrichtungen, ja, auf den Weg zu bringen. Das ist alles durch diese Turbo-Digitalisierung der letzten Monate im Grunde genommen überholt worden, teilweise über den Haufen geworfen worden. Wir sind wesentliche Schritte weitergekommen mit der Digitalisierung. Auf der anderen Seite ist die Erwachsenen- und Weiterbildung auch in ein großes Chaos gestürzt worden, in große Probleme. All das kann heute zur Sprache kommen und soll zur Sprache kommen. Und wenn ich so die zurückliegenden 3 Monate mir jetzt nochmal so vor Augen führe, dann scheinen mir so 3 Phasen auszumachen zu sein. Die erste Phase wäre so etwas wie so eine Schockstarre, in der man versucht hat, so Erste-Hilfemaßnahmen aber auszuführen, um das Überleben von Personen und Einrichtungen irgendwie zu retten und sowas wie einen Notbetrieb auf den Weg zu bringen. Eine zweite Phase war dann die einer sehr kreativen und aktiven Spontan-Digitalisierung oder Turbo-Digitalisierung im Feld. Nun, jetzt sind wir, glaube ich, im Moment in so einer dritten Phase, die natürlich auch ein bisschen mit den Lockerungsübungen zu tun hat, wo wir langsam die Folgen sehen, wo wir eine stärkere Sichtbarkeit eben der Effekte und der ganzen Problemlagen haben und uns aber auch zunehmend wieder den Fragen widmen, wie man jetzt eigentlich unter den Bedingungen auch sowas wie Qualität oder pädagogische Professionalität auch wieder sichern kann. Also die ersten Überlegungen in diese Richtung sind auf jeden Fall da. Das scheinen mir so 3 Phasen zu sein. Das stelle ich mal so als Hypothese auch in den Raum, vielleicht für die Diskussion, die wir gleich führen. Bin sehr gespannt, ob Sie das auch so sehen oder welche Phasen Sie ausmachen oder wie die ganze Corona-Krise in der Weiterbildung eben von Ihnen wahrgenommen wird. Die ganze Veranstaltung ist tatsächlich als ein Erfahrungsaustausch angesehen. Daher haben wir versucht, unsere Impulse sehr knapp zu halten und viel Raum für Diskussion zu geben, damit eben das, was vorgestellt wird von unseren sehr interessanten Referentinnen und Referenten, dann auch entsprechend gespiegelt werden kann durch ihre eigenen Erfahrungen, auch komplettiert werden kann, auch dem auch widersprochen werden kann. Die Funktion der Veranstaltung insgesamt würden wir jetzt sehen, auch als so einen trägerübergreifenden Austausch. Ich denke, innerhalb der einzelnen Teilfelder der Erwachsenen- und Weiterbildung gibt es solche Formate auch schon, wo über die Folgen diskutiert worden ist, etwa im Bereich der Volkshochschulen oder im Bereich von einzelnen Trägerorganisationen. Aber dass es sozusagen so ein wirklich feldübergreifender Austausch ist, das gab es meines Wissens so in der Form noch nicht. Das ist eigentlich sehr schön, dass wir das hinkriegen können. Wir haben bei der Auswahl der Referentinnen und Referenten darauf geachtet, dass wir viele verschiedene Bildungsbereiche zu Wort kommen lassen und dass dort auch Ergebnisse vorgestellt werden von kleinen, spontan durchgeführten Erhebungen, die uns auch nochmal so einen Blick auf eine ja etwas wissenschaftlichere Fundierung dieses Austauschs ermöglichen. Also dass man nicht nur einen anekdotischen Erfahrungsaustausch hat, sondern auch einen, der zumindest mal mit ersten vorläufigen Daten unterstützt ist. Da können wir natürlich keine hohen Ansprüche an die Validität und an die Repräsentativität solcher Daten stellen. Wollen wir auch gar nicht. Das geht auch gar nicht sozusagen auf die Schnelle. Aber das, was an verschiedenen Stellen eben passiert ist, an Blicken über den Tellerrand, wollen wir hinzuziehen. Und im besten Fall wollen wir daraus auch nochmal Anregungen gewinnen, was Forschung eigentlich dann auch tun kann, wenn sie diesen ganzen Corona-Prozess auch nochmal intensiver und verlässlicher reflektieren will. Das
Das ist auch ein bisschen die Funktion dieses Dialogs Digitalisierung, also zwischen Forschung, Praxis und Politik, einen Austausch zu Digitalisierungsfragen zu moderieren. Und heute ist es so, dass dass auch wieder geförderte Projekte eben aus dieser Förderlinie Digitalisierung in der Bildung des BMBF anwesend sind, teilweise auch aktiv sind. Vielen Dank dafür. Und wir werden Sie von den Projekten heute aber überwiegend in der Rolle der Zuhörenden haben. Also die im Grunde genommen Feldwissen sammeln können, die Erfahrungen sammeln können über das, was sich im Moment im Feld bewegt und daraus ihre Schlüsse ziehen können, auch für Forschungsvorhaben. Ist aber nicht die einzige Rolle. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch einen Impuls noch hinzubekommen, der in dem ursprünglichen Programm nicht drauf war. Das sehen Sie auf dem eingeblendeten Programm 11.05 Uhr. Ein Beitrag von Frau Langer und Frau Professorin Koppel von der PH Weingarten. Die vertreten das Projekt GEDIG, was abgekürzt eine Abkürzung ist für Gelingensbedingungen für den Einsatz von digitalen Medien in der Grundbildung. Dort sind auch tatsächlich neue kleine Daten erhoben worden, die uns einen Einblick eben in diesen Bereich auch noch geben. Das stand so auf dem Programm lange Zeit nicht drauf. Es ist auch einiges ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt gewesen in der Vorbereitung dieses Webinars, was auch damit zu tun hat, dass die eigentlich Verantwortliche leider erkrankt ist. Auf diesem Wege gute Genesungswünsche von dieser Seite. Also hier die Moderation und das Management des Webinars im Hintergrund ist jetzt gewissermaßen auch so vom Team aufgefangen worden, wofür ich mich auch ganz herzlich bedanken möchte, dass wir das jetzt durchführen können, trotz dieses krankheitsbedingten Ausfalls. Genau, also nochmal Blick auf das Programm. Wir starten gleich mit einem Impuls von Dr. Görz aus dem MMB-Institut, der einen Blick wirft auf die Bildungswirtschaft, denn es haben ja nicht nur alle verloren in den Zeiten der Krise. Ich denke, wir haben eben eingangs schon mal von Zoom gesprochen. Es gibt auch einige, die Gewinner oder Profiteure sind. Da wird von seiner Seite ein kleiner Impuls kommen und gleich anschließend ein Impuls von Nina Henschel aus der Human Resource Abteilung von Deloitte, einer Consulting-Firma. Da wird der Blick gerichtet in die betriebliche Weiterbildung. Dann haben wir anschließend Zeit in der Diskussion, das zu kommentieren, bevor dann die eben genannten Kolleginnen aus Weingarten hinzukommen. Dadurch, dass die jetzt noch mit reingekommen sind, worüber ich mich sehr freue, ist die Diskussion da an der Stelle aber ein bisschen kürzer. Wir haben dann eine Pause eingeplant, weil die Erfahrung ist, dass die Personen doch in Webinaren leicht mal heiße Ohren und müde Augen bekommen, sodass wir denken, dass es ganz gut ist, eine kleine Pause einzuziehen, um dann nach der Pause weiterzumachen mit wiederum zwei Impulsen. Einen Impuls aus dem Land Schleswig-Holstein von Vicky Sommerfeld von Verdi Forum Nord, Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung und Weiterbildung, die dort aus der beruflichen Weiterbildung berichten kann. Vielleicht können wir die Folie einmal weiterklicken. Und einen Blick von Sabine Schwarz aus der Lernenregion in Köln mit dem Blick auf das, was in der Weiterbildungslandschaft einer Metropole passiert ist, trägerübergreifend auch. Das ist auch einfach nochmal das sind zwei regionale Blickwinkel, die wir dann in der zweiten Runde haben, mit einer entsprechenden anschließenden Diskussion und dann noch einem Slot, den die Kolleginnen aus dem GEDIG-Projekt dann nochmal übernehmen, mit so ein bisschen sowas wie Schlussfolgerungen sammeln. Ja, das vielleicht als kleine Einführung und ich hatte irgendwie versprochen, dass wir nicht so lange Impulse geben, also möchte ich jetzt auch meinen Mund halten und weitergeben an Lutz Görz. Vielen Dank und freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, wunderbar. Dann erstmal einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich teile mal meinen Bildschirm, starte mal die Präsentation. Ich hoffe, die ist bei allen zu sehen. Dauert einen kleinen Augenblick. Ja, danke nochmal für die Einladung. Wir haben in unserer Studie die Seite der Macher des digitalen Lernens uns angesehen. Und Herr Brandt, Sie sprachen es eben schon an. Man hat ja so gerade zu Beginn der Krise das Gefühl gehabt, ja, wenn einer davon profitiert, dann sind das doch die Leute, die jetzt digitales Lernen
machen, die entsprechende Applikationen, Werkzeuge anbieten, die müssen doch im Grunde vor Freude auf den Tischen tanzen, so wie das jetzt im Moment in aller Munde ist. Und ob das so ist, wollten wir wissen. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt mal die Ergebnisse einer kleinen Befragung aus dem MMB-Institut zeigen. Vielleicht ganz kurz zum MMB-Institut. Wer uns nicht kennt, wir machen Medien- und Bildungsforschung. Wir sind ein privatwirtschaftliches Institut. Einige unserer Kunden sehen Sie hier. Die Verbindung zum Meta-Vorhaben ist auch dadurch gegeben, dass wir im Auftrag der UDE die Evaluation der Projekte vornehmen. Das heißt, wenn Sie sich schon mal an einer Online-Befragung teilgenommen haben, dann stecken wir dahinter und werten Ihre Angaben aus. Das ist ein Projekt, was uns viel Freude macht. Ansonsten hatten wir auch schon das Vergnügen, 2 Studien zu erstellen. Einmal im Bereich der frühen Bildung, wo wir die Träger befragt haben, und im Bereich der Ausbildung, wo wir Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern befragt haben. Das erstmal kurz zu uns, zu MMB, aber jetzt kommen wir zu unserer kleinen Studie. Da sage ich Ihnen ganz kurz was über die Methode, gebe Ihnen dann mal bei den Ergebnissen einen allgemeinen Blick, wie es bei der Bildungswirtschaft jetzt im Moment aussieht. Dann schauen wir uns mal bestimmte Gruppen von Unternehmen an und am Ende schauen wir nochmal, mit welchen Markthindernissen die im Moment konfrontiert werden. Was haben wir methodisch gemacht? Herr Brand sprach es eben an mit den einzelnen Phasen. Das fällt jetzt hier in die Phase zwischen Schockstarre und spontanem Aktivismus. Wir haben uns entschlossen, diese Befragung als Eigenbefragung zu machen Ende März. Und wir haben ja einen Verteiler von Unternehmen, weil wir regelmäßig Branchenbefragungen machen. Wir machen ja auch entsprechende Trendmonitore und konnten deswegen 300 Unternehmen relativ schnell anschreiben. Das Tolle war, und es hat uns wirklich sehr überrascht, dass innerhalb von den 5 Tagen 64 Unternehmen unseren Fragebogen beantwortet haben. Von daher kann man also schon eine gewisse Repräsentativität attestieren. Was haben wir gefragt? Es ging also darum, wie sieht es aus mit euren Umsätzen? Tut sich da irgendwas? Hat sich bei der Personaldecke irgendwas verändert oder wird sich jetzt kurzfristig verändern? Und wir haben auch mal so einen Ausblick geben lassen, wie wird denn die Situation sein, wenn die Corona-Krise vorbei ist? Auch Ende März konnten wir ja noch überhaupt nicht absehen, wie lange sich das hinzieht. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Die Frage ist, sind denn die Player in der Branche jetzt Profiteure oder vielleicht doch eher Opfer? Wir haben da zum Beispiel eine Frage gestellt nach der Umsatzentwicklung. Das Ergebnis sehen Sie hier. Wir haben also gefragt, welche geschäftlichen Auswirkungen hat die Corona-Krise für Ihr Unternehmen? Gibt es Umsatzzuwächse, Rückgänge oder bleibt der Umsatz gleich? Jetzt war es natürlich so, zu Beginn der Corona-Krise waren die Effekte vielleicht noch nicht so spürbar und deswegen haben rund die Hälfte gesagt, bei uns ändert sich da im Moment gar nichts. Aber, und da sind wir bei den Profiteuren, 27% haben gesagt, ja, da passiert tatsächlich eine Menge, das sind spürbare Umsatzzuwächse. Auf der anderen Seite gibt es aber auch rund ein Viertel, die gesagt haben, nee, wir verspüren tatsächlich einen Umsatzrückgang. Also es gibt nicht nur Profiteure, sondern es gibt auch Unternehmen, die mit einmal gemerkt haben, ja, die Aufträge, die eigentlich schon so gut wie abgeschlossen waren, werden jetzt mit einmal doch noch zurückgehalten und wir wissen nicht so recht, was dort ist. In ähnlicher Form gilt das übrigens auch für Personal. Das heißt, es gibt tatsächlich einige Unternehmen, so ungefähr in der gleichen Größenordnung, die ganz schnell neues Personal eingestellt haben, aber auch andere, die tatsächlich auf Kurzarbeit gehen mussten. Ich hoffe, das kann man erkennen. Das ist jetzt ein bisschen puzzelig. Wer das MMB Learning Delphi kennt, unsere jährliche Expertenbefragung, weiß, dass wir immer nach der Konjunktur von bestimmten E-Learning-Tools und Werkzeugen fragen. Und das haben wir hier auch mal wieder gemacht und wir wollten mal sehen, ob unter diesen geänderten Vorzeichen der Corona-Krise Tools jetzt mit einmal anders bewertet werden und haben gefragt, wie ist das? Profitiert dieses Tool stark von der Krise oder wird es durch die Krise unwichtiger?
Und ohne jetzt jedes einzelne Tool uns genau anzusehen, kann man sagen, die online gut funktionieren, die boomen natürlich jetzt. Also wenn wir an Virtual Classroom-Anwendungen denken und Webinare, auch Videos und Erklärfilme, all das, was man also bequem vom Homeoffice aus einführen kann, nutzen kann, ist im Moment sehr gefragt. Wenn wir mal uns die grauen Balken ansehen, was jetzt offenbar durch die Krise unwichtiger wird. Ja, erstmal gibt es da keinen absoluten Verlierer. Ganz unten sehen wir mal Serious Games, die aber ohnehin im Moment Schwierigkeiten haben, weil die Anlaufkosten unheimlich hoch sind und wir sehen im Moment einen Rückgang in den Angeboten. Das Gleiche gilt auch für Augmented Reality, wo wir so Bilder vor uns haben, dass mehrere Leute zusammenstehen, einer hält einen Bildschirm und dann werden Computerinformationen eingeblendet. Halt all die relativ neuen Anwendungen, die eher kollaborativ präsent sind. Und das gilt natürlich auch vor allem für Blended Learning. Also auch hier sehen etwas mehr als ein Viertel Rückgänge. Aber nicht so dramatisch, wie wir das erwartet haben. Wer sich das noch mal genauer ansehen möchte, wir haben die Ergebnisse auch bei uns in den MMW-Blog gestellt, auch übrigens bei WW Web eingestellt. Ich blende am Ende noch mal die Links ein. Ja, dann der Optimismus nach der Krise. Die Frage, ist das jetzt der Durchbruch? Wird die E-Learning-Branche jetzt wahrgenommen? Wird Lernen jetzt tatsächlich digitaler? Und das hat uns wirklich überrascht. 100%, also alle Befragten sagen, berufliche Bildung und Weiterbildung wird deutlich und auch nachhaltig digitaler werden. Also sind da sehr optimistisch und sagen, das ist der Durchbruch. Wir haben die Überschrift ganz bewusst ein bisschen süffisant formuliert, weil wir ähnliche Aussagen auch schon vor 20 Jahren, vor 15 Jahren und vor 10 Jahren erlebt haben, was aber dann doch nicht so ganz der Boom in der Branche war. Vielleicht ist es ja diesmal der Fall. Die Player in der Branche sind da auf jeden Fall sehr optimistisch und sagen auch, durch die Krise werden die Vorteile sichtbarer und es sind nur wenige, hier 11% ganz am Ende, die sagen, nein, das wird sich alles wieder auf dem Vorkrisenniveau einpendeln. Also grundsätzlich Optimismus. Wir sind mal gespannt. Wir haben uns fest vorgenommen, die Befragung im Herbst nochmal zu wiederholen. Und dann können wir den Reality-Check machen und sehen, wie die Branche das dann sieht. Wenn die Corona-Krise, sagen wir mal, ja, vorbei kann man ja nicht sagen ist, sondern vielleicht abgemildert ist die Effekte. Jetzt schauen wir uns mal einzelne Gruppen von Unternehmen an. Gibt es da welche, die besonders profitieren und andere nicht? Was für Merkmale haben die? Wir haben mal, als die Antworten reinkamen, recherchiert, was sind das für Unternehmen, die mitgemacht haben? Sind die groß, klein, eher jung? Wir kennen ja die meisten auch und haben da persönliche Kontakte und haben das mal entsprechend ausgezählt. Und den obersten Balken kennen Sie schon, da geht es um die Umsatzentwicklung. Wir haben gesagt, 27% profitieren. Wo ist das denn höher? Wir sprechen jetzt nicht über Signifikanzen. Bei großen Unternehmen ist es ein bisschen höher tatsächlich, aber macht keinen großen Unterschied. Profitieren tun offenbar junge Unternehmen. Da sind es also 50%, die sagen, ja, wir verzeichnen tatsächlich Umsatzunternehmen. Damit meinen wir jetzt nicht Startups, die gerade frisch am Markt sind, sondern sagen wir mal Unternehmen, die nach 2014 gegründet worden sind. Wir sehen also hier Chancen für Unternehmen, die mit neuen Ideen an den Markt gehen, die jetzt vielleicht eher gefunden werden, weil gerade zu Beginn der Krise die User, die Verantwortlichen, die Entscheider doch relativ vielleicht hilflos auf der Suche waren nach irgendwelchen Lösungen, die ihnen angeboten wurden und sind da vielleicht auch auf kleine Unternehmen gestoßen. Profitieren tun auch Unternehmen, die in erster Linie Online-Produkte anbieten. Wir hatten ja oben schon gesehen, Trainingsvideos beispielsweise, die online erreichbar sind, aber auch Webinare und ähnliches. Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zu den einzelnen Tools.
Was wir ein bisschen enttäuschend fanden, war, dass gesagt wird, ja wunderbar, toll, jetzt werden mehr Webinare benutzt, jetzt werden tatsächlich mehr Videos geschaut. Damit ist natürlich die Klaviatur der einzelnen Online-Tools, die wir im Moment haben, überhaupt nicht ausgereizt. Und man schaut da auch sehr oft auf synchrone Werkzeuge, so wie jetzt Zoom beispielsweise, und vergisst, dass es da natürlich noch völlig andere Tools sind, die auch im Homeoffice ausgesprochen sinnvoll sein können. Schauen wir mal weiter. Wer profitiert noch? Wenn wir nochmal auf die Kundengruppen schauen, wer profitiert da? Die, die im Bereich berufliche Bildung vor allen Dingen Unternehmenskunden haben, profitieren jetzt nicht unbedingt so viel mehr. Das sind aber auch die meisten. Sie können vielleicht unten ganz klein sehen, von den 64 befragten Unternehmen haben 46 Unternehmen als Kunden. Profitieren tun eher die, die Kunden haben mit einem gewissen Nachholbedarf. Und da sind wir natürlich jetzt auch bei der Kernklientel auch des DIE und sicherlich auch von vielen anderen hier aus Ihrem Kreis. Also 43% der Unternehmen, die Akademien und Erwachsenenbildungsinstitutionen als Kunden haben, verzeichnen Umsatzzuwächse. Und 56% von denen, die Schulen bzw. deren Entscheider als Kunden haben, Schulträger zum Beispiel, profitieren mehr davon. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, es sind jetzt nur 9 Unternehmen, die Schulen als Kunden angegeben haben. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz etwas sagen zu den Hindernissen, die wahrgenommen wurden. Wir haben also noch eine offene Frage am Ende gestellt und haben mal gefragt, wenn es jetzt im Moment im Markt vielleicht ganz gut abgeht, aber noch nicht ganz so, wie Sie sich das vorstellen, woran liegt das? Da kann man jetzt natürlich vermuten, dass erstmal alle auf die Kunden schimpfen mit ihrer mangelnden Infrastruktur und vielleicht ihrer geringen Entscheidungskompetenz. Es waren aber auch viele sehr selbstkritisch und haben gesagt, ja, wenn es da Hindernisse gibt, dann liegt es auch an uns. Wir sind technisch nicht gut genug aufgestellt. Wir haben nicht die Autoren. Wir können nicht schnell genug den Content produzieren, der jetzt gebraucht wird. Also die Hindernisse liegen auf beiden Seiten, bei den Anbietern und auch bei den Entscheidern bzw. den Usern. Am häufigsten bemängelt wurde natürlich die technische Ausstattung. Und wenn wir da an Akademien und Schulen denken, dass viele keinen breitbandigen Anschluss haben, dass vielleicht keine Tablets vor Ort vorhanden sind, WLAN und vieles mehr, das wurde doch von relativ vielen Herstellern bemängelt. Einige hatten Angst um die Zahlungsbereitschaft, wo sie schon gesagt haben, ja, wenn ich jetzt den Auftrag kriege, wer weiß, ob es das Unternehmen in 2 Monaten noch gibt. Wenn man sich die DAX-Entwicklung ansieht, Ende März konnte man das vielleicht befürchten, jetzt ist es hoffentlich besser. Content war ein großes Thema, will ich gleich nochmal ganz kurz sagen, dass der Content nicht bereitgestellt wird oder Content gebraucht wird, den man im Moment nicht liefern kann. Den Rest spare ich mir jetzt mal, weil ich noch eine Minute habe, und liefere Ihnen zum Abschluss mal 2 Zitate aus dieser offenen Frage, die vielleicht nicht unbedingt typisch sind, aber irgendwie symptomatisch auch für die Corona-Krise. Das erste ist, aktuell werden vornehmlich kostenlose Angebote nachgefragt oder laufende Projekte beschleunigt. Das heißt, es gibt einen starken Trend hin zum E-Learning bei gleichzeitig eingeschränktem Umsatz. Es bleibt zu hoffen, dass aus den vielen kostenlosen Neukunden später zahlende Bestandskunden werden. Es geht also hier um die Konversionsrate, und Sie sehen, in dieser Phase des Aktivismus wurde gesagt, ja, jetzt bieten wir alles kostenlos an und hinterher wollen die Leute, dass es so bleibt. Müssen wir mal schauen, ob es so ist. Das waren Befürchtungen. Das andere ist, jetzt kann ich es etwas schlecht lesen, weil die Videobilder drüber sind, also in den nächsten Jahren wird Time to Market ausschlaggebend sein, wie schnell Bildungsangebote geliefert werden können in hochwertiger Qualität, wird entscheiden, wer in der Branche die Umsätze macht. Das ist selbstkritisch für das eigene Unternehmen, bedeutet natürlich, E-Learning-Autoren müssen parat stehen, es muss an Workflow parat stehen, schnell entsprechende Inhalte zu generieren und auch nicht einfach nur bestehende PowerPoints oder Handouts ins Netz zu stellen. Ja,
Das wären die wichtigsten Ergebnisse. Wie gesagt, wer die Ergebnisse in ihrer Gesamtheit sehen möchte, schaut hier am besten bei www.web und auf unserem MM-Blog. Da haben wir die Ergebnisse entsprechend zusammengefasst. Dann darf ich mich recht herzlich bedanken. 15 Minuten habe ich geschafft und dann bin ich gleich gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank erstmal. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und von, glaube ich, im Namen aller Teilnehmenden, die sozusagen Zeichen geben können, ob Ihnen das ganz gut gefallen hat. Und ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Und ich denke, für die spätere Diskussion werden wir auf jeden Fall mal diese Frage mitnehmen, ob das der Durchbruch jetzt ist. Wenn 100% der Akteure aus der beruflichen Bildung sagen, ja, aus der beruflichen Weiterbildung, das ist der Durchbruch, dann bin ich sehr gespannt, ob Sie diese Einschätzung teilen. Und eine Frage von Frau Keindorf bezieht sich auf die Veränderung von Mindsets. Sie, Frau Keindorf, würde interessieren, ob Sie eine Veränderung des Stellenwerts von Weiterbildung in den Unternehmen sehen. Also gerade auch im Blick auf Kurzarbeit, wie dort ja, sich auch vielleicht dann die Rolle und der Status oder die Bedeutung von Weiterbildung einfach in dem Bereich nach oben oder unten verändern. Ja, sehr gerne. Dann schließe ich direkt an die letzte Frage an, also zu einer Veränderung des Stellenwertes. Zwei Tendenzen dazu. Also zum einen wird jetzt die Zeit, die man gewonnen hat oder die gerade nicht genutzt werden kann, mit digitalem Lernen gefüllt sozusagen und da eben auch Qualifizierungen nachgeholt sozusagen. Mittelfristig, glaube ich, wird die Bedeutung definitiv zunehmen. Das Ganze wird einen höheren Stellenwert haben. Vor dem Hintergrund, wie müssen wir uns grundsätzlich eigentlich von den Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeiter aufstellen? Also diese mittelfristige Perspektive, die ich skizziert habe, die wird immer wichtiger. Rückfrage dazu direkt. Für mich klingt es teilweise auch so ein bisschen so, wenn das dann Weiterbildung als, ja, wie soll ich sagen, Zeitvertreib irgendwie eingeführt wird, weil man gerade nichts anderes zu tun hat, besucht man oder wird einem ein Kurs angeboten, den man dann im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung durchlaufen soll. Wird das denn ernst genommen von den Mitarbeitenden? Ist das eine Form von Weiterbildung, von denen die Mitarbeitenden das Gefühl haben, das ist jetzt wichtig für sie? Also um jetzt nochmal diese Frage des Stellenwerts nochmal von einer anderen Richtung zu beleuchten. Ich denke, da wird es beide Seiten geben sozusagen. Und was aber wirklich feststellbar ist, also natürlich setzt man ja nicht einfach die Mitarbeiter vor den Screen, sagt, mach mal 5 Wochen lang jetzt nichts anderes. Aber es wird ja eingebettet, wird eine gewisse Story drum gebaut sozusagen und erstmal was nachgeholt. Also was die Krise ja wirklich gezeigt hat, dass, sagen wir mal eher vor, ich würde es gerne umdrehen, dass vor der Krise oft das Thema digitales Lernen, was schon da war, gar nicht genutzt wurde. Und das holt man gerade nach. Ich würde es ungern negativ konnotieren, sondern das holt man erstmal nach, was nicht gemacht wurde. Und perspektivisch merkt man, wir brauchen aber auch andere Lösungen, andere Inhalte. Und die andere Frage von Herrn Görz zu den Zu den Anbietern, ne? genau, ob Genau. das gerade junge Anbieter sind. Ja, von der Tendenz, ja, können wir das auch bestätigen, dass viele neue Player am Markt sind, die sich sehr gut gerade positionieren. Und da würde ich auch voll mit Herrn Dr. Görz gehen von der Argumentation. Es wird immer wichtiger in Zukunft, wer kann schnell reagieren, wer kann schnell liefern, wer kann schnell Lösungen anbieten. Und das können oft kleinere Häuser dann besser. Einer gleich jünger in dem Fall. Ja, möchte vielleicht noch jemand etwas zu der allgemeineren Frage beitragen, ob das jetzt der Durchbruch für die digitale Bildung ist, zu 100%, oder einfach ein bisschen auch einen Ausblick geben, wie in der eigenen Erfahrungswelt sozusagen die Bedeutung digitalen Lernens eingeschätzt wird im Hinblick auf naja, den Stellenwert im eigenen Profil, also im eigenen Portfolio, wenn Sie jetzt eine Einrichtung selber vertreten, wie digital werden Sie nach der Krise sein und bleiben wollen, würde mich sehr interessieren. Es gibt eine Wortmeldung von Frau Schwarz.
Ja, ich möchte aber gar nichts Allgemeines beitragen, sondern mich nochmal ganz herzlich für die beiden Vorträge bedanken. Und das, was ich sehr, sehr interessant fand, war die Befürchtung seitens der Unternehmen, die geäußert wurde, dass man im Moment natürlich sehr schnell und dann auch niederschwellig und kostenlose Angebote platziert, die auch wahrgenommen werden. Gleichzeitig ist das natürlich mit der Angst und meiner Meinung nach der berechtigten Angst verbunden, dass dann auch längerfristig sich der Kunde daran gewöhnt, dass eben dieser Support und diese Leistung eben kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein großes Thema sein. Also das wurde mir bestätigt auch vom Klett Verlag. Da ist eine Bekannte von mir, die da arbeitet, dass die haben dann so Montagspakete immer fertiggestellt, die dann kostenlos zur Verfügung standen. Und dass das natürlich so eine Erwartungshaltung auch weckt, dass jetzt solche Angebote eben kostenfrei dem Kunden zur Verfügung gestellt werden sollen zukünftig. Also diese Befürchtung konnte ich sehr gut nachvollziehen und habe sie auch des Öfteren aus der Praxis bestätigt bekommen. Das wird auch nochmal bestätigt von Matthias Roos im Chat, dass ihm Erwartungshaltung an kostenlose Dienstleistungen auch aus dem öffentlich geförderten Weiterbildungsbereich bekannt sind. Ja, vielleicht kann ich noch kurz was zu der Frage von Matthias Roos sagen mit den größeren Unternehmen, die ihre Marktmacht jetzt nutzen können. Also wenn es da um die Anwenderunternehmen geht, dann würde ich mal vermuten, dass die es jetzt auch ausnutzen, die Preise zu drücken. Denn ich glaube, es besteht in der Branche so eine Mentalität, lieber jetzt Aufträge sichern. Wer weiß, was in einem halben Jahr ist, wenn alle nur auf die Schuldenberge gucken. Und dass man dann sagt, okay, wir nehmen mit, was wir nehmen können und bieten es eventuell auch günstiger an. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt tatsächlich große Anwenderunternehmen da eine gute Zeit haben, was so das Pricing des digitalen Lernens angeht. Ich weiß nicht, ob Frau Hensche das bestätigen kann. Ja, von der Grundtendenz schon, aber ich würde mich da ungern auf eine Aussage, sage ich mal, festlegen lassen. Natürlich sind auch viele große genauso effektiv, das stimmt, aber ich glaube, da geht es so um diese, ich nenne es mal Agilität im weitesten Sinne, also dass man jetzt eher, oder Modularität auch, dass die kleineren eher kleinere Lernnuggets schneller ausliefern können und das eben auch kundenspezifischer tun, das würde ich schon sagen. Ja. Frau Paschke hat auf einer Metaebene im Chat nochmal kommentiert, dass sie hofft, dass Meetings in dieser Art, wie wir es heute auch durchführen, künftig online bleiben. Dadurch ist eine Teilnahme für Sie hier auch heute möglich. Das sollten wir uns auch für die Durchführung des Dialog Digitalisierung tatsächlich merken, dass wir solche Online-Formate auf der Agenda behalten, wobei wir auch viele Stimmen hören, die solche Online-Meetings jetzt auch leid sind und sich eigentlich darauf freuen, auch immer wieder unmittelbar in der Interaktion mit Menschen vor Ort zu treten. Ich denke, es muss eine gute Mischung von beidem sein. Auf meine mehrfach formulierte Frage, ob es sich jetzt hier bei der Digitalisierung um einen nachhaltigen und bleibenden Durchbruch handelt, gibt es so keine Reaktionen. Ist auch nicht schlimm, wir können das auch ein bisschen zurückstellen. Wir ziehen dann jetzt, würde ich sagen, weil gerade auch im von den Wortmeldungen kein großer Bedarf zu sein scheint, einfach mal den Beitrag von Frau Langer und Frau Koppel einen kleinen Augenblick vor, mit sozusagen 4 Minuten Verfrühung dann. Und machen einen großen Sprung im Grunde genommen von der betrieblichen Weiterbildung und der Rolle der Unternehmen in den Bereich von Grundbildung und Alphabetisierungskursen. Und wir freuen uns, dass Sie auch da uns an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen und würde Sie jetzt einfach bitten, Ihren kleinen Input zu übernehmen. Vielen Dank. Ja.
Ja, dann herzlichen Dank für die Überleitung. Jetzt muss ich noch auf die Bildschirmteilung von Frau Langer warten. Genau, wunderbar, Dankeschön. Ich starte jetzt ganz kurz nur mit einer Einführung. Auch nochmal danke an die Vorredner und überhaupt die Möglichkeit, die Veranstaltung jetzt so durchzuführen. Unser Projekt beschäftigt sich ja, wie Sie, Herr Brandt, schon gesagt haben, mit der Frage, was sind eigentlich Gelingensbedingungen für den Einsatz digitaler Medien in der Alphabetisierung und Grundbildung. Und das ist natürlich jetzt, kann man sagen, relevanter denn je. Das Projekt startete vor der Corona-Pandemie und jetzt haben wir doch nochmal mit neuen Herausforderungen zu tun. Und wir haben jetzt eine, kann man sagen, Ad-hoc-Befragung durchgeführt, allerdings in qualitativer Form. Wir haben 4 Interviews durchgeführt mit Personen, die in der Grundbildung aktiv sind. Also das heißt in der Erwachsenenbildung und da halt mit Alphabetisierung, Grundbildungsthemen befasst sind. Und wir haben bewusst Personen ausgewählt, die einen etwas größeren Einblick haben, um zu versuchen, dadurch die Perspektive ein bisschen zu erweitern. Also das heißt, die haben in verschiedene Standorte gegebenenfalls Einblick oder haben mit verschiedenen Trägern Kontakt. Und wir haben versucht, dann halt von dieser, kann man fast sagen, Vogelperspektive ein möglichst breites Bild zu bekommen. Und die Fragen, die wir gestellt haben, also wir haben einen Leitfaden entwickelt und den haben wir anhand eines bestimmten Modells entwickelt. Sandra, du kannst du mal weitermachen. Und dieses Modell haben wir auf Basis von des aktuellen Diskussionsstands zu der Frage, wie werden digitale Medien eigentlich implementiert in Bildungsinstitution und zusammengeführt. Das ist ein eigenes Modell, das wir entwickelt haben, was aber stark angelehnt ist an eines von Frau Eichelmann. Und ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, einfach um die Systematik deutlich zu machen. Es ist natürlich manchmal etwas einfacher, wenn man eine Art Systematik hat, wo man dann Antworten auch oder Fragen erstmal überhaupt ableiten kann und dann Antworten auch einordnen kann. Und wir haben ein klassisches Input-Output oder IPO-Modell, wird es auch abgekürzt genannt. Also wir haben 3 Phasen, anhand der wir jetzt uns gefragt haben, was sind denn Bewältigungsstrategien in dieser Phase? Also in dieser Phase der Corona-Pandemie. Und wir haben die Fragen dann ausgerichtet daran, was eigentlich in der Input-Phase bedeutsam sein kann oder jetzt auch im Stand der Forschung bedeutsam ist. Das sind personale Faktoren, sowas wie Vorwissen und Vorerfahrung und institutionelle Faktoren. Dazu gehört dann auch die jetzt schon oft genannte auch IT-Ausstattung. Räumlichkeiten, Datenschutzkonzepte gehören dazu. Und dann haben wir nach dem Prozess gefragt, also was passiert eigentlich in der Umsetzung? Gibt es konzeptionelle Aspekte, die berücksichtigt werden? Gibt es überhaupt ein Konzept, das vorher existierte oder gibt es jetzt ein Konzept, wurde eins entwickelt? Wie ist eigentlich die Kursqualität? Inwieweit findet auf dieser Ebene jetzt eigentlich so eine Art Bewältigung statt? Vielleicht ja auch anhand dieser Phasen, die Sie, Herr Brandt oder Frau Henschel, auch genannt haben. Vielleicht kann man da ja auch Verbindungen noch ziehen. Und da spielen aber natürlich auch institutionelle Faktoren eine Rolle, wenn es um die Umsetzung geht, also tatsächlich um Kursgestaltung. Dazu gehört dann auch sowas wie das Leitbild einer Institution. Wie stehen die zum Einsatz digitaler Medien und wie wird das dann in dem Prozess eigentlich umgesetzt und berücksichtigt? Und im Bereich des Outputs spielen dann personale Faktoren eine Rolle. Und zwar sind das jetzt zusammengefasst Zufriedenheit, Motivation und Selbstwirksamkeit. Dazu können wir natürlich jetzt im Moment noch nicht viel sagen. Ich finde, es klang schon ganz schön an, auch bei dem Vortrag von Frau Henschel, nämlich so, dass deutlich wurde, es findet eine Veränderung des Mindsets statt. Das könnte man natürlich auch jetzt hier verorten. Dazu können wir natürlich noch nicht so viel sagen, aber sicherlich bei einigen ist da auch schon einiges jetzt passiert in der Phase und haben einige sicherlich auch als selbstwirksam erlebt, indem sie neue Tools ausprobiert haben und eingesetzt haben. Also das ist so die Struktur, die wir jetzt hier anbieten wollen und anhand derer wir die Antworten aufzeigen wollen. Und damit übergebe ich jetzt an Frau Langer. Ja,
Ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Sandra Langer. Ich arbeite im Projekt GEDIG mit Frau Koppel zusammen und ich möchte Ihnen jetzt unsere Ergebnisse kurz vorstellen. Sie sehen immer sehr viel Text, einfach das ist dem geschuldet, dass Sie es nachher auch wirklich nachvollziehen können, dass man schön lesen kann, statt dass man es nur einfach kurz hört. Das finde ich in der digitalen Variante immer ein bisschen schwierig. Ja, wir haben bei den personalen Faktoren uns eben angeschaut, wie gesagt, auf den verschiedenen Ebenen, was Frau Koppel vorhin schon gesagt hatte, Vorwissen, Erfahrungen, aber auch natürlich die digitalen Kompetenzen. Und da sagen die einige der Träger, einige der Befragten, die Einstellung der Teilnehmenden ist absolut entscheidend. Viele haben auf die Zeiteinteilung hingewiesen, dass die Kinder ja zum Teil zu Hause sind aufgrund der Schließungen der Kitas und der Schulen und dass das deswegen eine spezielle Herausforderung ist. Das heißt, dass die Teilnehmenden recht häufig kämpfen mit der Zeiteinteilung, dass sie das Homeschooling überhaupt durchführen können. Als Grundvoraussetzungen von digitaler Kompetenz hat man gesagt, es ist nicht unbedingt eine Kompetenz, sondern wir brauchen eigentlich, bevor wir kompetent sind, überhaupt mal Endgeräte. Und die Endgeräte wäre das allererste, das Smartphone als minimale Grundausstattung. Besser sehen die meisten natürlich den Laptop, PC oder auch ein Tablet. Dennoch ist es gerade im Bereich der Grundbildung recht häufig so, dass die Teilnehmenden eben ein Smartphone besitzen und sonst nichts. Dazu gehört der Internetzugang. Und was dann eben zu den Kompetenzen zählt, ist, sie brauchen unbedingt natürlich eine Erfahrung. Die Endgeräte müssen adäquat bedient werden können. Ansonsten kann überhaupt keine Schulung stattfinden. Kommen wir zu den institutionellen Faktoren. Die Lehrkräfte erhalten offensichtlich in einigen Institutionen Laptops. Die Voraussetzung allerdings, damit das auch alles adäquat angewandt werden kann, ist jetzt wiederum ein funktionierendes WLAN im Homeoffice. Die Teilnehmenden, das fand ich sehr interessant, können zum Teil auch Laptops mit einfacher Grundstattung ausleihen. Das ist natürlich eine sehr schöne Voraussetzung, denn wenn wir gerade auf das Vorhergehende, auf die personalen Faktoren schauen, wenn die Leute eben nur über Smartphones verfügen und Laptops deutlich besser sind, um partizipieren zu können, ist es natürlich wichtig, dass dann auch die Endgeräte zur Verfügung gestellt werden. Die Unternehmen haben zum Großteil umfangreiche Datenschutzkonzepte wirklich auch adaptieren müssen. Die Herausforderung war dabei eigentlich eine ganz simple, die Unterschrift der Teilnehmenden zu erreichen. Denn man muss natürlich sich einverstanden erklären. Wenn wir aber auf dem Bereich der Grundbildung sind, dann sind die meisten Menschen nicht in der Lage, diese wirklich herausfordernden Formulierungen zu verstehen, überhaupt lesen zu können und das dann auch noch zu unterschreiben und in gegebener richtiger Form dann wieder einzureichen. Brieflich ja, aber dann muss man auch erstmal natürlich einen Brief schreiben können. Viele der Institutionen haben auf Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten hingewiesen, die sie im Rahmen des schnellen Umstiegs auf die digitalen Lösungen als absolut grundlegend gesehen haben, haben wir auch vorhin schon gehört. Das war dann für die festangestellten Lehrkräfte zum Teil verpflichtend, beziehungsweise in manchen Institutionen auch freiwillig. Allerdings, egal ob freiwillig oder verpflichtend, wurde das in der Regel sehr gut angenommen, wurde uns versichert. Und die Honorarkräfte hatten ein kleines bisschen Pech. Das liegt aber an ihrer Verfassung. Das ist als Honorarkraft nicht möglich, hier an Angeboten der Institution teilzunehmen. Es gab dann andere flexible Gestaltungen, indem man dann einfach die Festangestellten als Multiplikatoren verwendet hat und so auch eine Möglichkeit hatte, dass die Leute mit eingebunden werden konnten, die als Honorarkräfte arbeiten. Wenn wir uns jetzt im Prozess befinden, habe ich das jetzt wieder dreigeteilt aufgeteilt, damit wir uns einfach an diesem IPO-Modell ein bisschen entlanghangeln. Und dort zuerst möchte ich zu sprechen kommen auf die konzeptionellen Faktoren. Zum einen ist es so, dass die Medienkonzepte selbstverständlich existieren. Fast alle Institutionen haben das. Allerdings haben die meisten zugegeben, dass sie zum Teil eher wenig bislang beachtet wurden. Das deckt sich ja auch mit den Erfahrungen, die wir zum Beispiel in Schulen gemacht haben.
Zum Teil erfolgte dann natürlich eine Überarbeitung der Medienkonzepte so schnell wie möglich, ganz besonders im Hinblick auf Handlungshilfen zum Einsatz von Medien, Lernmodulen und praktischen Umsetzungen. Dabei war zu berücksichtigen das Urheberrecht und der Datenschutz, der einfach auch nochmal erläutert werden musste. Wir haben vorhin schon über Zoom gesprochen, dass es nicht in jeder Institution anerkannt wird, dass man damit nicht arbeiten kann und dass man letztendlich dann aber auch, und da komme ich später nochmal drauf, kreative Lösungen zur Verfügung gestellt hat. Zum Teil eben auch solche, dass man privat sich dann einfach ein bisschen ja, rausgenommen hat aus der Institution und private Lösungen dann angeboten hat, damit die Teilnehmenden auch teilnehmen durften. Dann war es so, dass in der Regel an einigen Standorten kursübergreifende pädagogische Konzepte existieren, aber auch schon davor existiert haben. Das ist aber sehr standort- und trägerabhängig. Wenn wir uns die Kursqualität, also wirklich den Kurs im Teil jetzt anschauen, dann habe ich das in zwei Teile geteilt, weil das so ein bisschen der zentrale Fokus hier auch ist. Zum einen gibt es die Einstellung wieder auch bei den Lehrkräften, die die meisten als absolut entscheidend sehen. Wenn die Lehrkräfte sich einfach nicht in die digitalen Formate einarbeiten möchten, wird es schwierig. Fehlende Endgeräte haben auch dort eine Teilnahme sehr schwierig gemacht auf Seiten der Teilnehmenden, aber dann auch auf Seiten der Lehrenden. Die hatten nicht unbedingt fehlende Endgeräte, aber zum Teil einfach fehlendes Internet. Wenn dort zu Hause die Connection nicht gut genug war, dann hatten sie ein Problem. Und jetzt kommen die privaten Wege, auf die ich vorher schon zu sprechen kam. Also zum Beispiel eben WhatsApp. Sie wissen es zum Beispiel aus Schulen, da ist es völlig verboten oder auch die Nutzung von Facebook. Das geht beides nicht, gehört ja auch zusammen. Das haben aber einige dennoch beschritten, auch im privaten Rahmen, um einfach ihre Teilnehmenden im Kurs überhaupt erreichen zu können. Denn wenn lediglich ein Smartphone zur Verfügung steht, wird es einfach ganz arg schwierig mit der zur Verfügung gestellten Lernplattform ordentlich arbeiten zu können. Ich arbeite auch im Bereich der Lehre an der Hochschule. Hier muss ich allerdings anmerken, dass meine Studierenden, die durchaus alles beherrschen, was es zu beherrschen gibt im Bereich Technik, digitaler Technik, die verwenden in der Regel in der Lehre tatsächlich für unsere angebotene Moodle-Plattform normalerweise ihr Smartphone. Die lesen da auch ganz problemlos 40 Seiten lange Texte. Also da widerspricht sich ein bisschen die Vorstellung, die wir haben, was es sinnvoll ist einzusetzen, eben zum Beispiel den Laptop, vor dem wir in der Regel jetzt auch alle sitzen, und dem, was die jüngeren Menschen zum Beispiel einsetzen. Das finde ich auch sehr interessant, dass man dann davon ausgeht, sagt, okay, wenn man keinen Laptop hat, kann man nicht so gut partizipieren. Wenn ich mir jetzt die Studis anschaue, sehen wir dort, nein, das stimmt nicht. Die partizipieren natürlich auch an meinen Veranstaltungen digital eben über Smartphone. Was sehr entscheidend war bei der Kursqualität ist, dass sie versuchen, als Kursleitende Social Skills über das soziale Kursgefühl zu vermitteln, aber eben auch die Lerninhalte über beispielsweise die Portale, die Lernportale. Und dort versucht man dann quasi wie so einen Zwei-Ebenen-System. Man versucht über die Social Skills, das soziale Kursgefühl, das zum Teil eben auf diesen privaten Wegen zu erhalten, indem man mit den Leuten skypt, indem man telefoniert, WhatsAppt, was eigentlich nicht erlaubt ist, aber dann eben die Lerninhalte eher über die offizielle Plattform vermittelt. Wenn wir uns im zweiten Teil anschauen, dann ist der Unterricht recht häufig offensichtlich bilateral gestaltet. Das heißt also Teilnehmender zu den verschiedenen Leuten. Das scheint wichtig zu sein, dass man dort einen engeren Kontakt hält, als dass man zum Beispiel im Unterrichtsraum steht, was recht häufig auch angewandt wird und dann eben mit den Menschen quasi Unterricht hält über Skype zum Beispiel oder über andere Möglichkeiten, Zoom-Technik oder sonst was. Herausforderungen sehen die meisten darin, die jetzt gerade laufenden Kurse, die sich jetzt an die digitalen Präsenzformate irgendwie gewöhnt haben, das jetzt in den menschlichen Präsenzmodus wieder zu bringen, also in das Kursformat und hiervor brauchen die meisten noch Konzepte, aber auch Unterstützung.
Die Nutzung des Blended Learning haben die meisten als sehr positiv herausgestellt und auch gesagt, das werden wir in Zukunft definitiv erweitern und auch beibehalten. Was im Moment natürlich auch der Fall ist, sowie auch in den Schulen und Kitas, das kennen wir ja, ist die Erarbeitung von entsprechenden Hygienekonzepten, die dann natürlich damit verbunden werden. Wenn wir uns die institutionellen Faktoren anschauen, dann ist es wichtig, dass die Ausstattung vor Ort natürlich adaptiert werden musste, um überhaupt arbeitsfähig zu bleiben und die Lehrkräfte auf die technische Ausstattung auch der Einrichtungen zurückgreifen konnten, jederzeit, in denen war es ja auch nicht verboten, dort was zu unterrichten und dort tatsächlich präsent zu sein. Die Schulung der Lehrkräfte im digitalen Bereich wird als enorm wichtig eingeschätzt. Wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, dass es tatsächlich auch wichtig ist, dass man sich dort auskennt, dass man das alles bedienen kann und dass dort auch Schulung dringend notwendig ist, eben auch um aufzuholen, was bislang versäumt wurde. Andere sind schon ein kleines bisschen weiter. Ja, ich denke an die Zeit. Okay. Ja, danke schön für den Hinweis. Das heißt, Sie erstellen schon To-Do-Checklisten für Ausnahmesituationen im Hinblick, falls sowas nochmal kommt. Und der Digitalpakt in der Erwachsenenbildung wurde nochmal angesprochen. Wir sind am Ende mit den personalen Faktoren. Das heißt also, Teilnehmende, die sagen, okay, ich finde es jetzt super oder ich finde es nicht so toll, Kündigungen eher aus persönlichen Gründen, das heißt also eigentlich gesellschaftlichen Gründen. Die Kinderbetreuung war nicht gewährleistet und Teilnehmende sind, das haben wir zurückgemeldet bekommen, extrem motiviert, das Maßnahmeziel zu erreichen. Es gibt wesentlich mehr Anmeldungen für Folgekurse als bislang. Und damit möchte ich beenden mit einem Zitat einer Kollegin, die wir befragt haben. Sie sagte, nach einem Sprung ins kalte Wasser, der für manche auch nur lauwarm war, stelle ich nun fest, dass viele Lehrkräfte sich getraut haben, digitale Angebote zu entwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft viel mehr mit Blended Learning arbeiten werden. Unser Kurzfazit ist, in allen Phasen und auf allen Ebenen werden Herausforderungen erkannt, aber nur bedingt Bewältigungsstrategien angewandt, eher ebenso Lösungsstrategien, aber nicht wirklich bewältigend. Die Ursachen dafür sind primär im Bereich der technischen Ausstattung zu sehen, sowohl auf der personalen als auch auf der institutionellen Ebene. Und wir werden später Zeit haben, das Ganze auch noch zu diskutieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite auch. Zunächst Frau Koppel und dann auch Ihnen, Frau Langer, für den Einblick in den Alphabetisierungs- und Grundbildungsbereich. Dadurch, dass wir Sie jetzt ans Ende sozusagen des ersten Blocks gestellt haben und wir eine Pause versprochen haben, müssten wir die Diskussion darüber vielleicht tatsächlich dann auf den Diskussionsteil auch in der zweiten Hälfte oder auf die Zeit nein, wir machen das anders. Ich gucke gerade auf den Zeitplan. Ich spare mir meine Einführung in den zweiten Teil einfach um 11.30 Uhr und wir sprechen jetzt einfach noch fünf Minuten oder 10 Minuten über das, was Sie jetzt vorgetragen haben und verschieben die Pause einfach 10 Minuten nach hinten. Ich glaube, das ist die sinnvollere Lösung. Dann bleiben wir trotzdem im Zeitplan und Sie können jetzt unmittelbar reagieren auf das, was die beiden vorgetragen haben. Eine Frage hat schon Herr Görz formuliert. Die bezieht sich auf diese WhatsApp-Nutzung, die ja so ein bisschen ungeschützt am Rande der Legalität dann läuft, wenn Leute dann von ihren privaten Accounts aus dienstliche Aktivitäten oder berufliche Aktivitäten tun. Er fragt, führt das dafür, dass von den Verantwortlichen das dann letzten Endes akzeptiert wird oder sucht man nach konformen Ersatzlösung, das ist seine Frage. Eine Frage, die mir noch gekommen ist, die ich gerne anschließen würde, wo Sie mal darüber nachdenken können, wie das in dem Umfeld ist, wo Sie jeweils tätig sind, also gerichtet an alle Teilnehmenden im Grunde genommen. Die frage ich bei Ihnen aus dem GEDIC-Projekt kam jetzt sozusagen der Hinweis, dass Lehrkräfte ausgestattet worden sind mit zusätzlichen Geräten. Das fand ich sehr bemerkenswert. Also um Dinge leisten zu können, die jetzt von Ihnen erwartet wurden, ist das eine allgemeine Erfahrung, die eigentlich viele teilen, dass also kurzfristig Einrichtungen, die bei Ihnen als Honorarkräfte beschäftigten Lehrkräfte mit Geräten ausgestattet haben. Das fände ich sehr interessant, wenn wir da nochmal vielleicht ein paar Erfahrungswerte zu sammeln würden. Aber vielleicht können Sie jetzt, Frau Koppel oder Frau Langer, zunächst noch kurz reagieren auf die Frage von Herrn Görz. Ja,
Wir haben tatsächlich nicht erfahren, dass jemand nach konformen Ersatzlösungen sucht, sondern man hat offensichtlich das genommen, was die Teilnehmenden einfach privat auch auf ihren Smartphones hatten. Und das war einfach WhatsApp und ist dann eben die institutionellen Regelungen umgangen und hat sich damit dann arrangiert. Das kennen wir allerdings auch aus den Schulen, die ähnliche Lösungen dann gemacht haben. Also es ist nichts besonders Ungewöhnliches im Bereich jetzt dieser Erwachsenenbildung. Ja. Ja, dazu wollte ich noch kurz ergänzen. Bei den Teilnehmenden, was man da noch vielleicht zu wissen sollte, ist, dass die Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse natürlich primär dazu dienen, Lerninhalte zu vermitteln, aber oftmals auch für die Teilnehmenden eine Form der sozialen Eingebundenheit bedeutet. Und das wurde ja auch nochmal deutlich in dem, was Frau Langer gesagt hat, dass es ganz wichtig ist, auch diese sozialen Aspekte irgendwie mit zu vermitteln, mit zu berücksichtigen, zu ermöglichen. Und da ist WhatsApp ein Tool, was die Teilnehmenden nutzen hauptsächlich. Und was wir schon auch wissen aus der Forschung bisher, es bestehen halt bei diesen Personen enorme Hemmschwellen, natürlich auch auf andere Dinge umzusteigen, weil das einfach für die natürlich eine Umstellung bedeutet. Sie müssen sich damit auseinandersetzen und gegebenenfalls an ein neues Design gewöhnen oder so etwas. Und das führt eher zu Schwierigkeiten und Herausforderungen, sodass da dieser Weg ein gangbarer Kompromiss ist, sagen wir mal, in das Private etwas auszulagern, also um halt WhatsApp auch nutzen zu können, damit man mit den Teilnehmenden in Kontakt bleibt und die Teilnehmenden aber natürlich auch untereinander in Kontakt bleiben können. Ja, das dazu. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, was Herr Brandt noch gefragt hat, ob das, also wie die Erfahrung von den anderen Personen ist, ob das gängig ist, dass Geräte weitergegeben werden, dass es da überhaupt ein Pool an Geräten gibt, die ausgeliehen werden können. Das finde ich auch nochmal spannend zu hören. Sie können ja auch einfach was in den Chat dazu schreiben. Dann können wir auch auf die Art und Weise sowas sammeln wie gibt es bei uns nicht, nie gehört, dürfen die nicht. Finde ich doof. Ja, Sabine. Ja, vielleicht kurz was dazu. Also ich finde es sehr ungewöhnlich, dass tatsächlich Nutzern, also sowohl Teilnehmenden als auch Dozentinnen und Dozenten Endgeräte ausgeliehen werden. Ich stelle mir das auch, wenn man das tut, nicht ganz einfach vor. Also was passiert, wenn was geklaut wird, wenn was kaputt ist und. Also das trägt ja zumindest oder bindet ja zumindest nochmal ganz anders personelle Ressourcen auch in einer Institution. Bei uns ist es so, bei der Lernenden Region, wir sind ja kein Weiterbildungsträger, ermöglichen aber trotzdem sehr viele niederschwellige Angebote in Kooperation mit Lernortpartnern. Und wir haben manchmal das Glück, dass uns Unternehmen Endgeräte als Spende zur Verfügung stellen und die leiten wir dann auch an Teilnehmende oder auch an Trainerinnen und Trainer weiter. Aber das ist tatsächlich eher eine Ausnahme, so wie ich das einschätze, ja. Und ansonsten fand ich das sehr interessant, also auch jetzt gerade die Diskussion mit WhatsApp. Auch das ist bei uns ganz ausgeprägt der Fall, dass das einzige Medium ist, mit dem die Dozentinnen und Dozenten tatsächlich wieder den Kontakt zu den Teilnehmenden aufgenommen haben. Und das läuft wirklich ja auf private Initiative, weil wir ja, also die haben dann, im Prinzip waren das bestehende Kurse, die dann abgebrochen sind und dann eben nach dieser Schockstarrenphase haben die Trainer dann selbst wieder den Kontakt zu den Teilnehmenden geknüpft. Und es war dann bei uns sogar so, dass im Prinzip über WhatsApp haben wir versucht, die Teilnehmenden in Skype reinzukriegen. Also haben dann über WhatsApp irgendwelche Fotos geschickt, wie man in Skype, also wie sich die Teilnehmenden einen Skype-Account anlegen können, haben dann Skype-Schulungen für die Trainerinnen gemacht, die dann wiederum diese bestehenden Präsenzangebote in den digitalen Raum überführt haben. Das waren also keine neuen Angebote, die initiiert wurden, sondern bestehende Präsenzangebote, die dann weggebrochen sind, wurden dann wieder aufgenommen und in digitale Angebote überführt. Okay, danke für die Einschätzung auch. Es gibt jetzt dazu auch noch ein paar
Dinge im Chat. Das muss ich jetzt aber, glaube ich, gar nicht im Einzelnen wiedergeben. Das können Sie ja dann auch parallel lesen. Es gab eine Wortmeldung, die schon eine ganze Weile zurückliegt, von Frau Egetenmeier, die auch nochmal auf den Zusammenhang hingewiesen hat von einer verstärkten Digitalisierung und veränderten Finanzierungsrahmenbedingungen von Weiterbildung. Das ist etwas, was, glaube ich, ganz gut in den zweiten Teil passen könnte, wenn wir uns auch regionale Situationen angucken können. Ich habe das nicht übersehen. Ich wollte sozusagen kurz das Signal senden, das habe ich auf dem Radar, dass es diese Frage noch gibt. Aber sie passt jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht besonders gut. Deswegen würde ich sie mir notieren für den zweiten Teil und würde sie jetzt in eine Pause verabschieden, die wir bis 11.40 Uhr machen, und hoffe, dass wir uns dann alle wiedersehen. Vielen Dank bis hierhin und bis gleich. Gut, dann heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil, in dem ich keine lange Einführung machen möchte. Wir brauchen die Zeit für unsere Inputs und für unsere Diskussion und freuen uns jetzt auf einen zweiten Teil, der regionale Schwerpunkte setzt, regionale Blickwinkel erlaubt. Einmal Blickwinkel aus dem hohen Norden und gleich aus dem tiefen Westen. Zunächst mal der hohe Norden, repräsentiert durch Frau Sommerfeld vor dem rot-weißen Leuchtturm. Ich habe mich gefragt, ob eigentlich alle Leuchttürme in Deutschland rot-weiß sind oder ob es auch andere Farbkombinationen gibt. Aber irgendwie scheint das so eine Regel zu sein. Aber das weiß jetzt wahrscheinlich keiner zu beantworten und müsste das vielleicht parallel mal googeln und dann im Chat beantworten, ob Leuchttürme in Deutschland generell rot-weiß zu sein haben. Oder vielleicht kann jemand ein Foto, ein gegenläufiges Beweisfoto finden. So, jetzt bitte ich Sie, Frau Sommerfeld, Ihre Erfahrung aus dem Land Schleswig-Holstein, aus dem Umfeld des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung mitzuteilen. Sie haben Ihren kleinen Input, den Titel, und es hat Zoom gemacht, gegeben. Eine Erinnerung an für alle, die sich an die 80er Jahre in der Musik erinnern, an Klaus Lage. Ich weiß gar nicht, ob der auch aus dem hohen Norden kommt, keine Ahnung, aber bitte, Sie haben das Wort. Prima, ja, herzlichen Dank. Ja, und damit, wie gesagt, wir haben jetzt nun gerade, hatten eine Mittagspause. Ich weiß nicht, ob Sie die Zeit und Gelegenheit hatten, eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Und jetzt würde ich Sie gerne zu einem Strandspaziergang einladen und Richtung Leuchtturm, nicht wissend, ob die in der Tat immer rot-weiß sind. Das wäre jetzt ein Element für eine Bildungssequenz. Aber auf jeden Fall mit einem ganz herzlichen Moin Moin hier von mir. Und damit oute ich mich bereits schon als Nicht-Norddeutsche, denn so eine verbale Inflation ist hier ungewöhnlich. Da begnügt man sich mit dem Moin. In der Tat, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. So, und das, was ich jetzt hier gerade versuche, genau, das ist ein Punkt, worum geht es bei dem, was hier bei mir geschehen ist. Ich will einmal kurz schauen, denn mein Wunsch ist gerade der, Ihnen nochmal eine andere Folie zu zeigen, die jetzt gerade, das war die, und man kann leider, das ist dumm, man kann den kleinen Einblender nicht sehen. Ich gehöre zum Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung und Weiterbildung des Landes Schleswig-Holstein. Was machen wir? Ich darf innerhalb dieser Tätigkeit ganz konkret Weiterbildungsakteure begleiten. Wir verstehen uns als Dienstleister, wir verstehen uns als Ideengenerator, Beschleuniger und durchaus als Schnittstellenmanager zwischen sehr, sehr praxisnahen Aktivitäten und der Möglichkeit politischer Umsetzungen. Das ist ein klein wenig das Repertoire. Und was hier im Laufe der Corona-Phase geschehen ist, und das hat mich zwischenzeitlich sehr beseelt, und damit bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich bei all den Beitragenden und bei den Beiträgen, die im Vorfeld gelaufen sind. Es ist in der Tat eine Bestätigung dessen, was ich gehört habe und was auch ich erfahren habe, losgelöst von einem wissenschaftlichen Anspruch. Und um einen Blick mal auf die Situation zu geben, die ich erfassen durfte. Ich habe die Zeit genutzt, um mit einem Branchennetzwerk, welches ich einige Jahre schon begleite, einen Austausch vorzunehmen, und zwar im Format der Interviews.
telefonisch, Video, über eine meiner Meinung nach recht lange Dauer. Ich habe also um Termine gebeten, die auch relativ schnell erhalten. Und wir repräsentieren hier insgesamt knapp über 1000 Weiterbildungsakteure, die tätig sind in sehr, sehr unterschiedlichen Funktionen in 18 Einrichtungen mit ihrerseits wieder diversen Niederlassungen. Also sehr, sehr praxisnah, sehr, sehr nah wirklich an den einzelnen Funktionen in den Häusern. Da gab es halt Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, mit denen ich sprechen durfte, Abteilungsleiter, Projektleiter, aber eben auch Honorarkräfte, festangestellte Mitarbeitende. Und alles, was schon kommuniziert wurde, kann und darf ich auch genauso hier nochmals konkret benennen. Denn wir haben in diesem Zusammenhang zum Beispiel, es hat Zoom gemacht und richtig, es war Klaus Lage und es ist lange her und auf die Frage, sag mal, wie kommuniziert ihr jetzt und wie haltet ihr den Kontakt A im Kollegium und B auch zu Teilnehmenden, war in der ersten Phase Zoom der absolute Spitzenreiter, gefolgt von Skype, immer so in Kombination mit WhatsApp. Und deshalb habe ich mich vorhin wirklich auch zurückgehalten, als diese Fragen gestellt wurden, denn ich kann es eins zu eins bestätigen, losgelöst von dem rechtlichen Setting war es einfach der leichteste Weg, den Kontakt zu halten. Und auf die nochmalige Nachfrage auch von mir, es ist ja eigentlich gar nicht so gewollt von der Unternehmensleitung, gab es so diesen, ich sag mal so, Semi-Bereich der Legalität. Also man hat es einfach geduldet in Ermangelung anderer Möglichkeiten. Und im Zeitablauf wurde deutlich, dass die Unternehmen, und da sind sie auch jetzt und auch diese Phasen kann ich bestätigen, dass die Unternehmen bemüht waren, etwas Eigenes zu definieren, etwas Eigenes zu formen. Die IT hat da wirklich Wahnsinniges geleistet, um auch unter der Überschrift der rechtlichen Unbedenklichkeit Lösungen, unternehmensspezifische Lösungen zu schaffen. Was mir wichtig ist, und deshalb war ich gar nicht und bin ich gar nicht so sehr darauf fokussiert, das rein quantitativ zu analysieren, sondern eher qualitative Elemente rauszufiltern und im Rahmen meiner Tätigkeit auch Schnittstellen zu erkennen, die geeignet sind, weiter in die Zukunft zu schauen, um zukunftsfähiger zu werden innerhalb der Branche. Ich nehme mal sehr viel Positives. Also es wurde natürlich ganz viel Kummer auch artikuliert. Alles klar, aber es gab auch sehr, sehr viel Lob. Kein Aber, sondern es gab sehr viel Lob. Es wurde der sehr teilweise unbürokratische Umgang mit Jobcenter, Agentur für Arbeit gelobt. Es wurde die Informationspolitik der Kammer sehr gelobt. Also es gab sehr frühzeitig eine umfangreiche Seite, auf der wirklich alles stand, was ich in der Weiterbildungsbranche an Informationen brauche, um erstmal klarzukommen. Also komprimiert, kurz, knackig. Und was ich eben auch ganz charmant fand und finde, gerichtet an unseren Landesvater. Also der Günther macht mit seinen Leuten da einen guten Job. Auch hier einfach positiv. Also wirklich, und das gebe ich halt auch gerne nochmal zurück. Das ist einmal der Blick so in die Peripherie. Nach innen, also bezogen auf das Unternehmen, auch das, was teilweise erwähnt wurde, so ein Kommentar, ich habe meine Leute völlig neu entdeckt. Also das hätte ich nie gedacht, dass die irgendwie sich neu organisieren können, dass die auch mit den Rahmenbedingungen gut umgehen. Dann das, was wir, glaube ich, alle fühlen, und was ja auch zahlenmäßig belegbar ist, ohne diesen Druck von außen wären wir nie so schnell so weit gekommen. Also da wabert natürlich ein bisschen Leid auch der Vergangenheit. Es wurde ganz häufig thematisiert, wir müssen Digitalisierung, wir müssen da uns neu ausrichten. Und jetzt gab es diesen Druck von außen und jetzt gab es auch wirklich einen Beschleuniger. Und ob ich das in den Satz jetzt packe, die Krise als Chance annehmen, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber es wurden Kräfte freigesetzt und das wurde erstmal grundsätzlich als sehr, sehr positiv bewertet. Oh, jetzt bin ich genau richtig. Es wurde sehr positiv bewertet. Ich habe in einer vorherigen Reihe mich auch mit diesem Branchennetzwerk damit beschäftigt, wie können wir jetzt dieses große Thema Digitalisierung, wie können wir es
so strukturieren, dass wir wirklich auch einen einheitlichen Zeichenvorrat haben. Also was verstehen wir denn unter Digitalisierung? Ist die Tatsache, dass wir jetzt hier alle am Laptop sitzen, ist das schon gelungene Digitalisierung? Also jetzt einfach so, so wirklich, worüber reden wir? Und wir haben, und auch das wurde schon gesagt, wir haben drei Säulen. Wir haben einmal die Säule der technischen Infrastruktur. Und diese technische Infrastruktur, was ist überhaupt möglich? Wie sind die Unternehmen ausgestattet? Auch da gab es sicherlich einen Beschleuniger momentan, auch durch die Zeit verursacht. Da waren aber unsere Unternehmen, soweit ich sie begleiten darf, schon relativ gut unterwegs. Da ist frühzeitig gut investiert worden. Also diesen Bereich betrachte ich gar nicht als so ungewöhnlich. Dann gibt es diesen Part, wie befähige ich eigentlich meine Leute? Wie schaffe ich es, ihnen das notwendige Wissen zu vermitteln, beziehungsweise wo ist ihr eigener Antrieb? Dieses Skillset wird nach wie vor noch über Fortbildungen, über Weiterbildungen befriedigt. Und das ist etwas, ich habe einen Interviewpartner sehr in den Ohren noch, und das fand ich ganz charmant, der hat gesagt, wir haben ganz viel Geld ausgegeben, wir haben Active Boards überall, wir haben, also jeder, der Ihnen hier auf dem Flur begegnet, hat mindestens 3-4 Schulungen. Und den letzten Punkt, den kann man, glaube ich, nicht sehen durch die eingeblendete Leiste, das ist das Mindsetting. Das heißt, in der Vergangenheit, ein Bollwerk war immer die Frage, mit welcher Haltung geht der Einzelne an das Thema Digitalisierung heran. Und das, und es wurde auch erwähnt, korrespondiert mit der Frage, wie ist die Unternehmensführung? Also was wird denn zugelassen, was wird vorgelebt, mit welcher, ich führe mal in Anführungsstrichen, Fehlerkultur ist das Unternehmen ausgestattet? So dieses Mindsetting, das war teilweise in der Vergangenheit etwas, da haben sich echt die Unternehmen, ich will mal so ein bisschen lax formulieren, die Zähne ausgebissen. Und wir haben jetzt eine Situation, und das ist das, was eben auch ein für mich wichtiges Element dieser Umfrage war, auf die Frage, wie fit sind jetzt die Mitarbeitenden? Und gestatten Sie mal, dass es nach wie vor natürlich keinen wissenschaftlichen Anspruch hat, sondern es ist ein Interview. Das heißt, ich spreche mit dem Menschen und sage, nun gibt man eine Skala von 1 bis 5. 5 heißt für mich fit, inklusive dieses ich brenne für das Thema, ich will mich weiterentwickeln, ich will, dass mein Haus weiterkommt. Von allen befragten Unternehmen war genau bei einem, und dieses Unternehmen hat gesagt, bei mir sind alle Leute so, dass sie brennen. Das ist auch ein Vorzeigeunternehmen, wenn es um digitalen Pioniergeist auch geht. Also die finden sich dort auch, die Mitarbeitenden. Bei 12 Unternehmen, immerhin von 18, und da muss ich sagen, da habe ich manchmal so das Gefühl, wir sind zwischen dem, was theoretisch denkbar ist, aber praxisnah umsetzbar ist, da ist noch ein Gap. So. Da hat mir der Unternehmer gesagt, also 10% würde ich wirklich als absolut fit erachten. Das ist so meine Elite, wenn es um digitale Befähigung geht. Allerdings 40%, das sind diejenigen, die sagen, nee, brauche ich das noch? Ich komme doch auch gut jetzt mit den Methoden klar. Es wird sowieso wieder zurückkehren zu Präsenzunterricht. Also das waren so ein bisschen die Themen, die wir berührt haben. Aber, und das sollen die Pfeile bedeuten, diese Phase hat bewirkt, dass alle jetzt es ist eine Dynamik zu verzeichnen. Auch von denjenigen, die vielleicht früher gesagt haben, ach nee, brauche ich nicht. Und hier ganz charmant, ich habe auch mit einem Trainer gesprochen, der hat gesagt, ich dachte, ich muss das in meinem Alter gar nicht mehr lernen, aber jetzt muss ich irgendwie doch. Der hat gesagt, und ich habe jetzt durch diese Phase, habe ich zu Hause mich mit meinem Sohn hingesetzt und der hat mir das einfach mal gezeigt. So. Also auch hier ganz viel eher informelles Lernen aus der Notwendigkeit heraus. Letzter Punkt, aber ein Punkt, der mir sehr unter den Nägeln brennt und auch das ist so ansatzweise schon kommuniziert worden, diese Frage nach einer digitalen Strategie. Ist es ein planvolles Tun? Ist es Bestandteil meines unternehmerischen Ansatzes? Ist es eine Managementphilosophie, sich digital weiterzuentwickeln? Oder ist es ein Zufallsprodukt, das uns jetzt gerade überrollt hat? Auf die Frage nach der digitalen Strategie, das können Sie sehen, haben mir 3/4 der Befragten gesagt, haben wir nicht. So. Und da habe ich für mich einfach diese Verknüpfung nochmal hergestellt, Unternehmen mit digitaler Strategie, die gehen einfach besser, was ja selbstverständlich ist, durch diese Krise. Die haben keine gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen, eigentlich im Gegenteil. Das sind die Gewinner dieser Situation.
weil sie halt schon digital aufgestellt sind, weil sie fitte Mitarbeiter haben. Die sammeln auch Mitarbeiter, die Bock auf Digitalisierung haben. Und es sind auf der Basis meiner geführten Interviews in der Regel Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern. Für mich, für meine Arbeit, und so definieren wir in Schleswig-Holstein das QFW, und das ist auch ein, ich will nicht sagen, das ist, doch, es ist ein Geschenk, es ist eine besondere Chance auch, die das Land hier offenbart. Also für mich waren diese Interviews wichtig, um weiter Zukunft planen zu können. Also was muss jetzt noch nachgearbeitet werden, damit es wirklich rund läuft? Und das, was deutlich wurde, ist, es gibt noch viel Luft, wenn es um ein digitales Schnittstellenmanagement geht, also so eine digitale Prozesskette. Und wir hatten vorhin dieses Beispiel, es wird ein Bildungsgutschein ausgestellt, in der Regel wird der ausgestellt. Das ist händisch. Und mit diesem Bildungsgutschein gehe ich zu einem Bildungsträger. Und dort werden wieder die Personaldaten erfasst. Ich habe im Rahmen meiner Interviews eben gehört, dass jemand gesagt hat, alles klar. Wir können zwar ein Coaching hier über eine Videokonferenz, können wir wenigstens beginnen, aber es ist erforderlich, dass mir jemand eine Datenschutzerklärung unterschreibt. Unterschreibt. So. Bedeutet, die bekommt er per Mail. Da muss er sich diese aber ausdrucken, es sei denn, er hat eine elektronische Signatur. Das ist eher unwahrscheinlich. Also die Prozesse laufen ein Stück, dann brechen sie ab, dann verfallen wir wieder in alte Formate und sind verzweifelt versucht und bemüht, sie dann wieder in einen digitalen Flow zu bringen. Und diese Prozessketten, das habe ich einfach für mich so als eine Herausforderung angenommen. Da möchte ich näher hingucken. Also da ist, diese Schnittstellen sind noch nicht sauber. Wir verlieren Zeit und wir verlieren Menschen dabei. Und das, finde ich, ist noch etwas, da muss intensiver gearbeitet werden. Es gab dann Äußerungen, die Bildungsangebote sind digital, aber warum ist es nicht möglich, eine theoretische Prüfung online-basiert durchzuführen? Warum muss für eine theoretische Prüfung, warum müssen 20 Personen jetzt aufgeteilt in 10er-Gruppen, warum müssen die jetzt zu einer Einrichtung, um dort eine theoretische Prüfung zu absolvieren? Ich verstehe, dass das selbstverständlich mit der Rechtssicherheit im digitalen Raum korrespondiert. Das verstehe ich. Ich stelle nur die Frage, muss es so bleiben? Also gibt es hier noch Potenziale, um auch diesen Vorgang weiter digitalisieren zu können? Der vierte Punkt hat etwas für mich mit einer Allgemeingültigkeit zu tun. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, um digitale Lehr- und Lernformate zu akzeptieren. Teilweise ist das abhängig von der Kommune, teilweise ist es sogar abhängig vom jeweiligen Verantwortlichen für einen bestimmten Bereich. Also hier würde ich gerne mal schauen, was ist erforderlich, um eine Allgemeinverbindlichkeit für die Akzeptanz von digitalen Formaten zu realisieren. Und sehr schön, das war Ihre letzte Diskussion, deshalb auch hier so ein bisschen meine Zurückhaltung, Stichwort Ausstattung mit technischen Hilfsmitteln. Ich bin völlig bei Ihnen. Ich denke, wenn wir weiter uns um Digitalisierung kümmern wollen, dann geht es wirklich, das geht einher mit der Frage der digitalen Basisausstattung. So, also was braucht jemand, um wirklich in dieser digitalen Welt mithalten zu können? Reicht das Smartphone aus? Mag sein. Sowas, was wir jetzt hier gerade machen, bedingt, dass ich ein Notebook habe mit einer Kamera. So, also auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Deshalb ist die Frage, wo ist das angesiedelt? Also kann man sowas wie einen digitalen Standard definieren, gerichtet an Mitarbeitende, gerichtet an Teilnehmende? Und ich bin parallel Lead-Auditorin, ich prüfe Weiterbildungseinrichtungen nach AZAV, nach ISO und ich weiß, dann hat das auch Auswirkungen auf die Kostenkonstellation. Also auch das muss natürlich mit berücksichtigt werden dann bei der Frage der einzelnen Kostensätze für Angebote in digitalen Formaten. Und der letzte Punkt liegt mir auch immer noch mal sehr am Herzen. Das hat Frau Anja Wagner, die Bildungsquerulantin, schon häufiger so kommuniziert. Es gibt ein Grundrecht auf digitale Kompetenz. Das heißt, sind wir uns einig darüber, was wir darunter verstehen? Und wie können wir allen Beteiligten dieses Grundrecht auch wirksam zukommen lassen? Also welche Rahmenbedingungen müssen da sein, um dieses auch wirklich zu realisieren?
Und ich habe mir eine letzte Frage gestattet, dann bin ich auch durch. Und zwar, die Tätigkeit im QFW ist für mich auch echt eine Herzensangelegenheit. Ich bin seit über 30 Jahren in der Weiterbildung tätig und ich bemängel immer, es gibt natürlich auch einen Fachkräftemangel in der Weiterbildung. Also auch hier, also in allen Facetten wird allerdings in dieser oder mit dieser Intensität gar nicht kommuniziert. Und Fachkräftemangel geht für mich einher auch mit der Frage, wie attraktiv ist A die Branche und wie attraktiv sind die Arbeitgeber, in dieser Branche tätig sind. Und gerade zu Corona-Zeiten gibt es auf dem Portal Kununu, dem größten Arbeitgeberportal, sicherlich nicht unumstritten, aber immerhin für viele, die einen Job suchen, einen Hingucker wert, gibt es eine Bewertung der Arbeitgeber genau in dieser Krise. Also wie hat Ihr Arbeitgeber Sie durch diese Krise begleitet? Was ist ihm eingefallen? Fühlen sich gut betreut und so weiter? Und ich habe nur die Frage gestellt, gerichtet an meine Interviewpartner, kennen Sie Ihre oder die Bewertungen? Und auch hier 3/4, die gesagt haben, ist mir überhaupt nicht bekannt. So. Deshalb, also ich sehe da eine gesunde Mischung. Digitalisierung ist sicherlich ein zentrales Thema. Der Fachkräftemangel in dieser Branche ist aber auch real. Und das sind so die wichtigsten Erkenntnisse aus den von mir geführten Interviews. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich wollte Ihnen noch ein bisschen Eindrücke von der Ostsee geben. Warten Sie, mal gucken, ob es funktioniert. Soweit. Viele Grüße aus Schleswig-Holstein. Vielen Dank, Frau Sommerfeld. Das war jetzt aber nicht live, oder? Haben Sie gerade nur ein Außenmikrofon angemacht? Ich glaube. Live. Sie sehen mich hier am Leuchtturm sitzen. Ja. Ich ahne das, wie schön Sie es da oben haben. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke in die Bildungslandschaft in Schleswig-Holstein. Mir hat sich eine Frage gestellt, eine Verständnisfrage würde ich direkt gern loswerden, bevor wir dann gleich zum nächsten Vortrag kommen. Sie sprachen viel von Unternehmen, die Sie befragt haben. Das sind alles Bildungsunternehmen, richtig? Oder sind das, okay, genau. Nicht genau. Irgendwie Unternehmen, die Sie im Zuge Fachkräftebedarf begegnet sind, sondern es sind Bildungsunternehmen. Genau. Also das ist ein Branchennetzwerk bestehend aus Bildungsakteuren in allen nur denkbaren Facetten. Ja, sehr viele interessante Analysen, finde ich auch. Also erstmal auch diese qualitativen Daten, die Sie oder die Statements, die Sie mitgebracht haben, aber auch die Einordnung. Toolset, Skillset, Mindset fand ich sehr hilfreich und auch die Analyse, wo es jetzt eigentlich auch noch Schwachstellen gibt. Mir ist hängen geblieben, Prüfungen in digitalen Formaten ist eine wichtige Herausforderung, das Schnittstellenmanagement. Also das sind Denkanstöße, die wir, glaube ich, in der Diskussion nachher noch gut gebrauchen können. Aber jetzt wollen wir vorher den Blick noch ein bisschen komplettieren und da freue ich mich auf Sabine Schwarz. Dr. Sabine Schwarz, um genau zu sein, stand, glaube ich, so auch nicht im Programm. Dafür entschuldige ich mich. Zumindest im ersten Programm haben wir, glaube ich, den Doktortitel geschludert. Das soll nicht wieder vorkommen. Herzlich willkommen auch hier heute bei uns mit einem Einblick in die Lernregion Köln. Ja, die Frau Vicky Sommerfeld müsste einmal Bildschirmteilen beenden, weil sonst kann ich das nicht tun. Dankeschön. Ah, da ist was. Hervorragend. Jetzt ist besser? Ja. Jawohl. Okay. Gut, ganz herzlich willkommen und danke, dass ich auch einen kurzen Impuls setzen kann. Der Titel ist vielleicht ein bisschen irreführend, Corona in der Weiterbildungslandschaft einer Metropole. Also ich habe Köln eigentlich nie richtig als Metropole empfunden. Und wir sind als lernende Region, sind wir ja selbst kein Weiterbildungsträger, moderieren aber eher als neutrale Instanz verschiedene Weiterbildungsnetzwerke und haben dadurch natürlich das Ohr immer sehr nah an der Weiterbildungslandschaft. Ich sage Ihnen ganz kurz was zur Lernenden Region Netzwerk Köln. Wir sind ein Verein und sind eher sowas wie eine Netzwerk- und Projektagentur im Bereich Bildung und Soziales. Das heißt, wir selbst führen im Haus auch Bildungsberatung durch, also zum Beispiel Bildungscheck oder die Beratung zur beruflichen Entwicklung. Ich selbst leite diesen nächsten Arbeitsschwerpunkt Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener.
Wir machen, also Kolleginnen und Kollegen von mir, machen viel im Bereich der Kompetenzentwicklung und der Sprachförderung. Zum Beispiel auch das ZTI-Zentrum wird durch uns organisiert. Da geht es um die Förderung der MINT-Fächer oder auch die Sprachförderung, wenn es um Angebote in den Ferienzeiten geht, wo wir ganz eng auch viel mit Schulen zusammenarbeiten. Wir haben einen Bereich, der auch ständig wächst aktuell, das ist die Gesundheitsbildung. Auch da kooperieren wir viel mit Schulen. Das Bildungsmarketing ist ein Feld von uns. Wir führen auch, also bieten auch die Plattform Bildung Köln an, wo eben auch Weiterbildungsträger in der Region sichtbar gemacht werden. Und natürlich ist unser Hauptsteckenpferd die Netzwerkarbeit. Ganz kurz zu meinem Arbeitsschwerpunkt. Ich leite den Bereich Alphabetisierung und Grundbildung. Und auch da treten wir ja nicht als Weiterbildungsanbieter direkt auf, sondern uns gelingt es schon sehr kontinuierlich eigentlich, Projekte dort zu initiieren. Und da profitieren wir auch sehr davon, dass wir tatsächlich breit aufgestellt sind und immer ganz, ganz unterschiedliche Partner haben, mit denen wir gemeinsam diese Projekte angehen. Wir haben einmal einen Bereich der arbeitsorientierten Grundbildung. Diese kryptischen Abkürzungen, die Sie da sehen, sind alles Projekttitel. Da will ich jetzt auch an der Stelle gar nicht weiter drauf eingehen. In der arbeitsorientierten Grundbildung ist ein Kennzeichen, dass wir eben auch ganz viel mit Unternehmen kooperiert haben und dafür die Zielgruppe der Beschäftigten mit Grundbildungsbedarf tatsächlich Angebotsformate konzipiert und umgesetzt haben. In der lebensweltorientierten Grundbildung sind wir darauf angewiesen, dass wir mit ganz, ganz vielen Partnern vor Ort zusammenarbeiten. Das reicht von Familienladen über Schuldnerberatung, über Gesundheitsladen, über migrantisch geführte Organisationen, wo wir nennen diese Kategorie Lernortpartner, wo wir im Prinzip durch unsere Partner Zugänge zu Zielgruppen haben, die ansonsten nicht so einfach zu erreichen sind. Dann organisieren wir die sogenannten Lernpatenschaften. Auch da kooperieren wir mit einem starken Partner in Köln, das ist die Stadtbibliothek, die uns Lernräume zur Verfügung stellt und wo wir dann noch auch gemeinsam versuchen, Gelder zu organisieren, um zum Beispiel die technische Infrastruktur in den Stadtbibliotheken ausstatten zu können, mit Computern, mit Leichtlesematerialien und so weiter. Der Kontakt zum Deutschen Institut für Erwachsenenbildung ist unter anderem auch durch diesen letzten Spiegelstrich, der hier aufgeführt ist auf der Folie. Und zwar geht es da um den Bereich der finanziellen Grundbildung. Da arbeiten wir, ich glaube mittlerweile seit 5 Jahren, auch mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung zusammen und haben da unter anderem ein Kompetenzmodell entwickelt, was diesen generell schwer definierten Bereich, was ist denn eigentlich Grundbildung, der da sehr gut durchdekliniert ist und auch einen großen Anwendungsbezug aufweist. Welchen Impuls habe ich heute dabei? Also was sich ja durchzieht, das fand ich auch interessant, ist dieses Denken in Phasen. Auch das habe ich, als ich darüber nachgedacht habe, was in den letzten 2-3 Monaten bei uns passiert ist, war das sofort so ein Reflex, das tatsächlich in unterschiedliche Phasen unterteilen zu können. Dabei ist es bei mir auch eher jetzt hier, was ich Ihnen als Impuls mitgebe, ich sag mal im anekdotischen Bereich angesiedelt und in keinster Weise irgendwie wissenschaftlich fundiert. Es ist tatsächlich also eher ein Erfahrungsbericht. Es gibt 3 Blöcke, die ich jetzt dabei habe, die aber auch alle immer nur auf einer Folie zu finden sind, also damit auch die Zeit nicht überzogen wird. Es geht einmal noch mal kurz darum, die niederschwellige Grundbildungsarbeit im Analogen zu typisieren. Also das, was ich eben auch schon erwähnt habe, dass wir da eben versuchen, uns an die Zielgruppen mit Hilfe unserer Lernortpartner heranzurobben. Dann nochmal diese Selbstbeobachtung, Corona und Auswirkungen auf unseren eigenen
Verein, unterteilt in 5 Phasen und dann so einen ersten Ausblick auf niederschwellige Grundbildungsarbeit im Digitalen. Und da kann ich direkt sagen, das deckt sich sehr, sehr stark auch mit dem Input, der eben von Frau Koppel und Frau Langer auch schon gemacht wurde. Wenn ich über Erfahrungen aus der analogen niederschwelligen Grundbildungsarbeit berichte, gibt es, ich sag mal, sowas wie Gelingensbedingungen oder Erfolgsfaktoren, die dazu führen können, dass die schwer erreichbare Zielgruppe tatsächlich, dass tatsächlich Zugänge zu Bildungsmöglichkeiten eröffnet werden. Ganz klar ist halt, dass wir sehr stark in so eine, also nicht mehr darauf warten, dass Menschen zu Bildungsangeboten kommen, die an einem festen Ort stattfinden, in einer Kursstruktur, sondern dass wir tatsächlich versuchen, in die Lebenswelten und auch die Räume vorzudringen, wo sich Menschen aufhalten, damit eben auch die Menschen an Orten angesprochen werden, die zu ihren Lebenswelten gehören. Ein Beispiel sind sicherlich hier die Mehrgenerationenhäuser, der Familienladen. Wir haben mit der alevitischen Gemeinde zusammengearbeitet, mit der Moschee in der Kolbstraße. Also da können wir dadurch, dass wir tatsächlich an diesen Orten uns aufhalten, Personen erreichen, die wir sonst so nicht erreicht hätten. Ein ganz interessanter Ort für mich war auch ein Hochzeitsdekorationsladen auf der Kolbstraße, wo es aber so einen, ich sag mal, so einen informellen Treffpunkt auch gibt und man sehr gut ins Gespräch auch mit Leuten kommen kann. Menschen werden von Personen angesprochen, die sie kennen. Auch das ist sicherlich, also das ist so ein Klassiker, dass in so einem Familienzentrum dann beispielsweise Mütter angesprochen werden von der Erzieherin und zu dieser Erzieherin haben sie eben bereits eine Verbindung, sodass diese persönliche Ansprache eben auch in einem, ich sag mal, in einem geschützten Raum stattfinden kann. Für uns eine super Erfahrung, Bildungsanbieter und sozialräumliche Akteure machen gemeinsame Sache. Also da kann man, da denke ich, ist auch noch Luft nach oben in der Zukunft zu gucken, wie tatsächlich eher sozialarbeiterische und erwachsenenbildnerische Perspektiven zu einem Angebotsportfolio werden können und sich eben da auch diese beiden, ich sag mal, Fachdisziplinen gegenseitig befruchten können. Angebote greifen lebensweltliche Themen der potenziellen Zielgruppen auf. Unsere Angebote heißen in den seltensten Fällen Lesen und Schreiben. Wir sind da sehr breit aufgestellt. Es geht ganz oft um das, sagen wir, um das Nähen, es geht um Gesundheitsthemen, es geht um Erziehungsfragen. Also tatsächlich Themen, die ganz stark sich an alltagsweltlichen Themen orientieren. Das ist in der lebensweltlichen Grundbildung so. Das ist aber auch in der arbeitsorientierten Grundbildung so, dass wir im Prinzip da arbeitsplatzspezifische Themen aufgreifen. In der Pflegehilfe wäre das zum Beispiel die Pflegedokumentation. Also dann geht es da auch nicht um Lesen und Schreiben, sondern um die Schwierigkeit, tatsächlich dokumentieren zu können, was immer notwendiger wird in dem Bereich, auch in dem Helferbereich. Sabine, denkst du auch ein bisschen an die Zeit? Ja. Angebote sind niederschwellig, zeitlich, räumlich, inhaltlich, sozial. Unsere Angebote sind zum Beispiel immer, das meint die soziale Dimension, auch kostenfrei für die Teilnehmenden, was möglich ist, weil wir projektfinanziert sind. Dann die Phasen, die eben erwähnten Phasen, tatsächlich Schockstarre, haben wir, glaube ich, jetzt schon häufiger gehört in unserem heutigen Treffen. Die Phase 2 nenne ich HO und Co. Da geht es tatsächlich eher um die Organisation dieser internen digitalen Kommunikationskultur. Auch da hatten wir relativ viel Glück, weil wir tatsächlich durch eine Spende viele Endgeräte zur Verfügung hatten, sodass all unsere Mitarbeiter bei der Lernenden Region ausgestattet waren und wir auch über Teams eine Art Kommunikation aufrechterhalten haben, beziehungsweise teilweise sogar intensiviert haben. Also ich treffe mein Team jeden Morgen um 9,
das habe ich im Echtraum gar nicht hinbekommen. Das machen wir, ich glaube, seit dem 13. März machen wir das tatsächlich jeden Morgen. Dann, und da war natürlich unser Geschäftsführer ganz stark mit befasst, ging es tatsächlich, weil wir ja keine, wir haben ja keine öffentliche Förderung, wir sind kein anerkannter Weiterbildungsträger, sondern wir sind letztendlich ein kleiner Verein, ging es um dieses Überleben sichern. Und da haben wir im Prinzip alles gemacht oder unser Geschäftsführer, was zu machen war. Wir haben von dem NRW-Rettungsschirm profitiert. Einzelne Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Wir haben einmal durchgeguckt, welche Rechnungen sind noch offen, das eingefordert. Wir haben natürlich Gespräche auch mit Fördergebern geführt. Und wir hatten dann eine Unterstützung aus unerwarteter Richtung. Das ist tatsächlich ein großes Versicherungsunternehmen, die uns jetzt doch einiges an Geldern zur Verfügung gestellt haben, mit denen wir auch unsere eigene Digitalisierung und letztendlich auch wieder im Sinne der potenziellen Zielgruppen und Teilnehmenden, die wir erreichen wollen, arbeiten können. Phase 4, LRNK Goes Digital. Und da habe ich eben auch schon kurz genannt, dass wir da keine neuen Angebote, also zumindest im Grundbildungsbereich nicht, initiiert haben. Das ist im MINT-Bereich ganz anders, sondern dass wir versucht haben, die bestehenden Präsenzangebote zu überführen in digitale Angebote und das verknüpft mit Schulungen für Trainerinnen und Trainer. Und auch unsere Bildungsberatung, die ist im Prinzip auch in den digitalen Raum überführt worden. Und da sehe ich manchmal, gehe ich wieder ins Büro, sehe ich die Kollegin mit so großen Schweißringen unter den Armen, wenn sie aus so einer intensiven BBE-Beratung aus ihrem Büro kommt und sagt, das Digitale wäre weit anstrengender als das Analoge. Die Phase 5 ist eher die Zukunftsmusik. Und auch da können wir sicherlich profitieren von den Spenden und Unterstützungen, die wir bekommen haben. Und unser Plan, das ist noch so tatsächliche Zukunftsmusik, ist, dass wir auch schwer aufrüsten werden und eine technische Infrastruktur und einen didaktischen Support für freiberufliche Trainerinnen, Weiterbildungsanbieter, Lernortpartner bei uns an der Institution aufziehen und bereitstellen werden. Dann, und das ist auch schon die letzte Folie, und das ist tatsächlich eher ein ich sag mal, eher anekdotischer Bericht, weil wir viel Rückmeldungen von den Trainerinnen und Trainern eingeholt haben, bezogen auf ihre Erfahrungen mit den digitalen Angeboten beziehungsweise die Überführung der bestehenden Präsenzangebote ins Digitale. Also was uns alle zurückgemeldet haben, war, dass die Teilnehmer wirklich ihr Glück nicht fassen konnten, als die Trainer sie in dieser jetzigen Situation wieder kontaktiert haben. Das ist, wie gesagt, meistens über WhatsApp passiert. Auch dann war, auch das habe ich ja eben eigentlich schon gesagt, haben wir wirklich über, ich sage mal, diesen halb privaten Weg eingeschlagen, dass die Kommunikation über WhatsApp mit Screenshots, wie funktioniert Skype und so, dass so die Kommunikation stattgefunden hat, was sehr, sehr aufwendig war. Also Kolleginnen von mir waren da auch tagelang mit beschäftigt. Wir haben uns für Skype entschieden, da wir doch viele Teilnehmenden haben, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Und das sind oft Leute, die tatsächlich, um den Kontakt zu dem Herkunftsland zu halten, Skype nutzen. Also das war ein Tool, was eben dann bekannt war und das war dann auch der Grund, warum wir es ausgewählt haben. Was die Trainer uns rückgemeldet haben, ist, dass diese Binnendifferenzierung, die im analogen Raum funktioniert, im digitalen Raum schlechter funktioniert und das hat in der Konsequenz dazu geführt, tatsächlich zu versuchen, Gruppen wieder homogener einzuteilen. Man hat dann kleinere Gruppen gemacht und auch kürzere Einheiten. Also zum Beispiel bei unserem Lerntreff war es dann so, dass der ist 3 Stunden auf und dass man dann da kleinteiliger gearbeitet hat. Grundsätzlich Bilder zeigen, vielleicht auch Videos vorher schon rumschicken. Auch das kam eben schon, dass die Teilnehmenden eben oft nur ein Handy benutzen. Und das ist insbesondere problematisch, wenn Sie selbst irgendwas teilen wollen, einen Bildschirm teilen wollen.
Anfangs standen ganz klar diese technischen Probleme sehr stark im Vordergrund und haben auch viel Zeit gefressen. Die Trainer melden zurück, dass die Einbindung der Teilnehmer durchaus schwierig ist und dass man auch als Trainer ganz wenig Feedback wahrnimmt. Also das merkt man ja auch selbst bei Vorträgen, dass diese Dimension da einfach fehlt, die Atmosphäre im Raum oder auch der Blickkontakt, die direkten Rückmeldungen. Und schwierig von den Trainerinnen wird auch empfunden, dass die Teilnehmer selten miteinander ins Gespräch kommen, weil es eher so ein Ping-Pong-Spiel ist, wo sich die Teilnehmenden immer direkt an die Trainer wenden. Okay, das war es soweit, eine kurze Impression aus der Metropole. Ja, Sabine, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die dann auch, finde ich, jetzt zum Schluss nochmal auch sehr, sehr präzise uns auf bestimmte Anwendungsfelder gestoßen haben. Das fand ich nochmal sehr, sehr hilfreich zu gucken, was geht genau. Also jetzt bei der Frage von Bildern oder Feedback, Binnendifferenzierung. Das war einfach nochmal eine gute Fokussierung oder Präzisierung, die wir so vorher auch noch nicht hatten. Eine Frage hätte ich an sowohl Sabine als auch Frau Sommerfeld. Ist Ihnen im Blick auf die Einrichtungslandschaft, entweder in Schleswig-Holstein oder Köln, irgendetwas begegnet, das Einrichtungen tatsächlich haben schließen müssen in der Zwischenzeit? Also sind da, Insolvenzen in größerem Umfang bekannt oder retten die Leute sich durch die Unternehmen durch die bestehenden Rettungsschirme? Was ist da bekannt? Also ich würde gerne Petra Tenbrink einmal bitten zu erzählen, wie es der VHS in Köln geht, wenn du magst. Ist Petra Tenbrink da? Sie war jedenfalls in der ersten Hälfte da. Ich bin auch immer noch da, hört man mich? Ja, herzlich willkommen. Wunderbar. Hallo Frau Tenbrink. Hallo, hallo. Ja, wie geht es der Volkshochschule in Köln? Also uns hat es natürlich genauso erwischt. Im Prinzip trifft dieses Phasenmodell auch auf die Volkshochschule Köln zu. Zunächst Schockstarre, wie soll das alles gehen? Und auch täglich neue Überlegungen. Also das reicht ja von finanziellen Überlegungen, Ausfallhonorare für Dozenten, Rückerstattungsforderungen von Teilnehmern, aber auch, oh Gott, wie geht das alles weiter und was macht die Planung für das nächste Halbjahr? Wir stecken ja mitten in der Planung für das zweite Semester diesen Jahres. Also insofern erstmal alles sehr ungewohnt und wir haben dann angefangen, eben auch zu versuchen, eine Reihe von Seminaren, die wir denn online anbieten können, auch online durchzuführen. Mittlerweile haben wir ja auch wieder geöffnet, das heißt mit entsprechenden Abstandsregelungen sind auch Präsenzseminare wieder möglich mit kleinen Gruppen. Also wir haben sehr kleine Unterrichtsräume, das heißt wir unterrichten dann jetzt hier auch mit Gruppengrößen von 6 Teilnehmern. Ne? Aber wir sind halt sehr daran interessiert, also mindestens ein Minimum unseres Programmangebotes denn auch durchführen zu können und den Teilnehmenden ein entsprechendes Angebot, auch nach Möglichkeit ein differenziertes Angebot weiterhin bieten zu können. Das wird von den Teilnehmern sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also wir haben dann Leute angerufen, also wir hatten die Situation, wir hatten in einigen Seminaren mehr Anmeldungen, als wir jetzt Leute aufnehmen können in den Präsenzseminaren. Das ist dann immer schwierig rauszufinden, wer kommt noch, wen muss man möglicherweise auch bitten, weil er die letzte Anmeldung war, wieder rauszugehen. Das bindet Energien, aber es hatte auch viele Vorteile. Wir haben mit sehr vielen Kunden viele Gespräche geführt und viel kommuniziert. Also die letzten Wochen waren so kommunikativ, sowohl im Team als auch mit Kunden und Dozenten, wie schon lange nicht mehr. So, das zu den Präsenzseminaren, bei den Online-Seminaren. Es gibt eine Zielgruppe, die da nicht mitspielt. Also wenn wir gesagt haben, wir wandeln es in ein Online-Format um, die dann abspringen und sagen, nein, das möchte ich auf keinen Fall. Die Leute, die teilnehmen, haben eigentlich alle durch die Bank bestätigt, dass diese Seminare wunderbar geeignet waren, um einen eigenen Lernfortschritt zu erzielen, dass sie oft positiv überrascht waren, wie gut das tatsächlich gelingt.
Das gilt auch für uns Pädagogen. Wir hatten bislang wenig Erfahrung mit solchen Online-Formaten, weil unsere Trainer bislang nicht sonderlich interessiert waren, ihre Präsenzseminare auch online anzubieten. Da hat also Corona durchaus auch für Motivation und zum Teil eben auch für Druck gesorgt, sich da jetzt nochmal anders aufzustellen. Und ich beispielsweise war sehr skeptisch. Es gibt ja jetzt durch diese neue Corona-Verordnung die Möglichkeit, dass wir in diesem Jahr bis zum 31.12. Bildungsurlaub auch online anbieten können. Das war bis dato ja vom Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz nicht abgedeckt. In diesem Jahr geht das provisorisch. Insofern haben wir auch eine ganze Reihe von Bildungsurlauben im Online-Format angeboten. Das sind dann 8-stündige Online-Seminare. Da habe ich vorher gedacht, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Da laufen uns die Leute reihenweise weg. Und die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, sind überraschenderweise super positiv. Durch die Anmoderation von Sabine Schwarz hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass Sie in eine Richtung antworten würden. So interessant das jetzt alles war, was Sie gesagt haben, dass es sozusagen ernste Schwierigkeiten geben würde im Sinne von, weil meine Frage ja lautete, gibt es irgendwo Einrichtungen, die von Schließung oder dergleichen bedroht waren? Dann hat Frau Schwarz den Ball direkt an Sie weitergespielt. Da dachte ich, um Gottes Willen, was kommt jetzt? Ja, da kommt jetzt bestimmt ein Hinweis auf irgendetwas, wie soll ich sagen, Existenzbedrohliches. Das war dann jetzt aber doch bei Ihnen in der Form offenbar auch nicht der Fall, wie bei vielen anderen, was ja gut ist. Ich habe das Ganze beantwortet aus der Brille einer Planerin in der beruflichen Bildung, die nochmal besondere räumliche Bedingungen haben, weil wir in einem separaten Gebäude untergebracht sind, die Volkshochschule Köln. Ist natürlich sehr viel größer als der kleine Bereich, für den ich jetzt hier geantwortet habe. Und da gibt es im Bereich der drittmittelfinanzierten Projekte natürlich Schwierigkeiten, das im Moment umzusetzen. Und der Krisenstab der Stadt Köln nutzt aktuell noch die Räumlichkeiten in unserem Hauptgebäude, sodass uns auch Räume wegbrechen. Also jetzt müssen wir die Gruppen verkleinern und uns fehlen eine Reihe von Räumlichkeiten, sodass es ganz schwer ist, Alternativangebote für die Teilnehmenden zu machen. Und das ist eine schwierige Situation. Auf der anderen Seite sind wir eben eine kommunale Einrichtung und haben sicherlich nochmal sehr viel bessere Bedingungen als viele kleine Weiterbildungsträger, die da noch viel mehr in finanzielle Nöte auch geraten als eine kommunale Einrichtung. Okay, ja, vielen Dank. Vielleicht können wir an der Stelle jetzt Matthias Roos mal einspielen. Matthias Roos hatte eben im Chat angeboten, er könnte Eindrücke aus Rheinland-Pfalz noch mitteilen, weil er da auch verschiedene Volkshochschulen befragt hat. Matthias Roos ist Professor für Erwachsenenbildung und Weiterbildung an der TU Kaiserslautern. Matthias, magst du 2-3 Minuten Eindrücke schildern aus Rheinland-Pfalz? Aus meiner Pfalz. Ja, mache ich gerne, Peter. Vielen Dank. Ich kann an vielen Dingen anschließen, die Frau Tenbrink schon gesagt hat. Ich habe vielleicht kurz zur Einführung eine kleine Studie mit in Kooperation mit dem Landesverband in Rheinland-Pfalz bei Volkshochschulen durchgeführt und jetzt mit 8 Volkshochschulen gesprochen von 10, die wir auch so ausgewählt haben, dass sie auch die Breite dieser Volkshochschulen widerspiegeln. Es klang ja gerade schon an zu sagen, es gibt eben Volkshochschulen, die sehr unterschiedlich finanziert sind, auch von der Lage her, städtisch, ländlich. Das hat große Auswirkungen einfach darauf, wie sie mit der Digitalisierung umgehen. Bezüglich deiner Frage, Peter, vielleicht auch kurz darauf eine Rückmeldung. Also von einer Volkshochschule zu sagen, kam direkt zu sagen, die Rückmeldung, das war vor 2 Wochen, also bis Ende des Jahres halten wir noch durch. Danach könnte es schwierig werden. Also das sind schon teilweise existenzielle Sorgen, die da sind und die sind nicht unbedingt davon abhängig, wie groß auch unbedingt die Einrichtungen sind, sondern wie auch die Finanzierungsstrukturen sind und wie man sozusagen ganz grundsätzlich aufgestellt ist. Und das sind dann unter Umständen auch Volkshochschulen, von denen man das gar nicht denkt.
Das hinzu kommt natürlich auch nochmal Fragen, eben, wie die öffentlichen Mittel ausgegeben werden, stehen da Kürzungen für den Haushalt an und so weiter und so fort. Das alles entscheidet sich meines Erachtens, also von meinem Eindruck her, der eben auch wirklich sehr begrenzt ist, innerhalb der nächsten Monate, ob sich das noch weiter zuspitzt oder ob sich das sozusagen aufgrund der Auffangmaßnahmen, würde ich es mal beschreiben, in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder auf ein Niveau stabilisieren kann, wo man auch durchhält, sage ich mal. Weil wir müssen ja schon sagen, dass die Volkshochschulen ja ganz grundsätzlich auch stark gebeutelt sind in den letzten Jahren und viele, viele andere Sorgen auch haben. Und das ist auch so ein Eindruck, der sich so ein bisschen widerspiegelt, dass eher so strukturelle Dinge sind, also die Fragen wirklich von Finanzierung, von Lage, die sich jetzt auch auf das Themenfeld oder auf die ganze Situation widerspiegeln. In meiner Befragung hat sich eigentlich gezeigt, also von, das sind wirklich ganz kleine Volkshochschulen auf dem Land bis ganz große städtische, welche die ganz weit vorne sind im Themenfeld Digitalisierung und welche die, ja, sag ich mal, aufgrund auch ihrer personellen Besetzung noch gar nicht so viel investieren konnten. Und hat sich aber alles, also über alle gezeigt, dass sie das Thema erstmal schon lange auf der Agenda haben, aber eben mit unterschiedlicher Manpower oder Frau-Power eben voranbringen können. Und dass sie aber jetzt aufgrund der Situation eben diese Prioritäten setzen mussten, da was zu tun. Also sie haben ganz unterschiedliche Ausgangsbedingungen einfach, von denen sie aktuell starten. Und das heißt natürlich eben auch was für die Perspektiven, während die einen eben darüber nachdenken, okay, wir sehen auch die Chancen. Also grundsätzlich haben alle gesagt, es gibt Chancen, ja, aber die einen zu sagen, sehen das wirklich als die Möglichkeit, auch ihr Angebotsportfolio auszubauen, auch bundesweit aktiv zu werden, sich zu vernetzen und denken da wirklich schon weit vorwärts, während die anderen zu sagen, das als Chance sehen, aber eben sehr viel weiter hinten, nämlich sozusagen überhaupt das Thema mal zu etablieren. Und das zeigt sich auch bei der Frage der Dozierenden, auch hier zu sagen, starke Differenzen zwischen denjenigen, die das existenziell brauchen, also die angewiesen sind auf diese Einnahmen, die sich auch der Digitalisierung öffnen müssen und da was machen, und welche, die sagen können, okay, für mich ist es ein Nebenverdienst, ich habe keine Lust, ich mache das vielleicht auch nicht. Das ist aber nicht der einzige Faktor. Also die haben ja auch gesagt, zu sagen, es ist gar keine Tendenz, welche Angebote beispielsweise digitalisiert werden oder welche nicht, sondern das über die gesamte Breite, also vom Yogakurs bis zur Grundlagen der Betriebswirtschaft, gibt es alle Themenfelder irgendwie, die da eine Rolle spielen. Aber bezüglich der Strategie war, und das war dann wieder einheitlich, die klare Tendenz, dass gesagt worden ist, wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag, Digitalisierung, ja, wir bringen das voran, wir sehen hier eine Chance, zu sagen, uns auch besser aufzustellen, aber wir haben eben auch den Auftrag, für Zielgruppen zu arbeiten, die eben nicht die technische Grundausstattung haben, vorhin kam das Thema nochmal, die im ländlichen Raum auch sozusagen gar nicht den Zugang haben, auch sozusagen an einer Videokonferenz teilzunehmen. Gerade wenn es, weiß ich nicht, in die Eifel geht oder sowas, das ist dann nicht einfach so einfach, da mal dran teilzunehmen. Und wir haben natürlich auch Zielgruppen, also mit dem Themenbereich Alphabetisierung, die denke ich auch in Teilen auch schon mal angesprochen, wo das Thema der Präsenz sozusagen, des Umgangs, der Vertrauensbildung einfach auch ein ganz wichtiges Thema ist, was nur sozusagen face-to-face realisiert werden kann. Und wo man sagt, also da können wir gar nicht. Also selbst wenn wir sagen, Digitalisierung ist eine tolle Sache, da gibt es einfach Grenzen, wo wir sagen, wir wollen nicht vollständig digitalisieren, sondern wir wollen auch, uns ist es wichtig, sozusagen auch diese Zielgruppen zu bedienen. So, und insgesamt, so, also wenn ich das jetzt ganz kurz mal machen kann, so mein Fazit, eben sehr, sehr heterogen in den Rückmeldungen, aber generell als ein großer Schub auch eine grundlegende Veränderung sozusagen auch in den Angebotsformaten, dass man sich wirklich einen großen Schritt hin zur Digitalisierung gemacht hat, das war Konsens bei allen Einrichtungen, die ich befragt habe.
Ja, vielen Dank, Matthias, für den Einblick in Volkshochschullandschaft Rheinland-Pfalz. Interessant auch, was Michael Brendel im Chat geschrieben hat. Also tatsächlich existenzbedroht offenbar Einrichtungen wie Jugendbildungsstätten und Heimvolkshochschulen. Ja, es ist immer eine Frage, denke ich, auch der Finanzierungsstruktur, die die jeweiligen Einrichtungen haben. Und da kommt jetzt auch nochmal vielleicht Regina Egetenmeier ins Spiel mit ihrer mit ihrem Chatbeitrag, den sie in der ersten Runde auch nochmal platziert hatte. Regina Gethmeier ist Professorin für Erwachsenenbildung in Würzburg und uns auch zugeschaltet. Und Regina, du hast die Frage aufgeworfen, wie jetzt eigentlich Finanzierungsströme eine Auswirkung auf digitale Weiterbildung haben, beziehungsweise ob Digitalisierung da nicht, also habe ich deinen Chatbeitrag wenigstens verstanden, auch in Probleme führen kann für Einrichtungen, weil bestehende Finanzierungsmodalitäten sozusagen nicht greifen in dem Moment, wo Weiterbildung digitalisiert wird. Habe ich das sozusagen richtig in Erinnerung, richtig aufgegriffen? Vielleicht, wenn du magst, kannst du dich einklinken. Ja, vielleicht hörst du uns gerade nicht mehr. Wir hören dich jedenfalls nicht. Vielleicht ist dein Mikrofon noch aus. Vielleicht bist du auch gar nicht mehr am Platz. Dann könnten wir den Blick nochmal richten auf andere Beiträge, die auch im Chat momentan laufen. Also ich denke, es lohnt sich da gerade auch mal ein bisschen links und rechts zu lesen. Wenn ich auf den Zeitplan gucke, wäre jetzt sowieso dran, dass wir eine kleine Abschlussrunde machen, die nochmal Resümee zieht, auch seitens des GEDIC-Projektes von Frau Langer und Frau Koppel. In dem Dialog Digitalisierung geht es ja bei uns auch immer darum, jetzt auch den Dialog zwischen Forschung und Praxis zu führen. Den haben wir heute ja an verschiedenen Stellen schon, wie soll ich sagen, spontan auch drin gehabt, also indem sich Forschende und Praktiker gleichermaßen beteiligt haben. Wir wollten aber auch fragen, was Akteure aus den geförderten Projekten des BMBF, also aus den Forschungsprojekten, möglicherweise mitnehmen, aus dem, was sie jetzt heute gehört haben, auch im Hinblick auf das, was Sie gerne beforschen wollen. Dafür wäre jetzt Gelegenheit, oder ist das auch Teil dieses Abschluss, dieser Abschlussrunde von Ihnen, Frau Langer und Frau Koppel? Da bin ich jetzt gar nicht so ganz genau im Bilde, in welche Richtung da Ihr Abschluss, Ihre Abschlussrunde gehen wollte, die Sie betitelt hatten. Wünscht ihr was? Was brauchen wir in Zukunft für die Weiterbildung? War das auch die Frage, was Forschung mitnehmen kann, oder ist das eher politisch, administrativ, praktisch gedacht? Also es soll tatsächlich beides sein. Also sowohl die Frage an die Praxis, was bräuchte die Praxis eigentlich jetzt, wenn sie sich etwas wünschen könnte. Und dann aber also auch vielleicht an Ideenausstattung, aber das hat natürlich gegebenenfalls auch Konsequenzen für die Forschung. Also wenn aus der Praxis Bedarfe formuliert werden an Weiterentwicklungen, wäre das ja vielleicht auch ein Anlass, den in die Forschung weiterzutragen, in der dann oder in dessen Rahmen man sich bestimmte Prozesse, Entwicklungen nochmal genauer anschaut. Also von daher würde ich versuchen, gerne da beides aufzugreifen. Okay, dann würde ich Sie jetzt auch als Erste zu Wort kommen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht auf 10 Minuten reduzieren können, ob das möglich ist. Dann haben wir danach noch Raum, da auch möglicherweise anderen nochmal mit ihren persönlichen Fazit zu Wort kommen zu lassen. Ja, dann starten Sie doch einfach. Ja, ich wollte eigentlich meinen Bildschirm teilen und das geht jetzt leider nicht bei mir aufgrund von den Einstellungen. Das wundert mich jetzt gerade, aber okay, ich mache es so. Also 10 Minuten werde ich auf keinen Fall brauchen, denn ich fasse eigentlich eher ein bisschen zusammen jetzt, was ich gehört habe, was ich jetzt mitgenommen habe aus den verschiedenen Vorträgen und wollte das nochmal so ein bisschen zuspitzen. Und das habe ich auf einer Folie kurz zusammengefasst. Vielleicht kann ich die gleich zum Schluss nochmal einblenden. Und zwar, was ich jetzt so mitgenommen habe aus dem, was jetzt die verschiedenen Expertinnen und Experten gesagt haben, habe ich so drei Bereiche identifiziert. Das ist sicherlich nicht allumfassend, was gesagt wurde, aber es greift oder zumindest betont es nochmal bestimmte Bereiche, die auch öfter genannt wurden. Und der erste Bereich, den ich als jetzt relevant nochmal hervorheben möchte, ist, dass ein Technikpotenzial da ist auf jeden Fall und dass das auch erkannt wird. Also alle haben berichtet, dass
verschiedene Tools genutzt werden, eingesetzt werden oder auch gekannt werden, der Bekanntheitsgrad steigt. Aber dass daraus natürlich auch so eine Notwendigkeit besteht, Ausstattung gegebenenfalls zu erhöhen. Also da ist ein Spannungsfeld, was sich aufzeigt zwischen dem Potenzial, was die Technik bietet, und der Notwendigkeit dann an Ausstattung, die auch zu verändern. Das ist natürlich nicht neu, aber das spitzt sich jetzt in dieser Zeit zu. Die Schlussfolgerung daraus wäre aus meiner Sicht, dass so die Flexibilität und die Technikausstattung erhöht werden müsste. Also Technikausstattung, klar, das haben wir jetzt an vielen Stellen auch gehört, dafür braucht man natürlich Ressourcen, das ist nicht immer so leicht, aber es geht ja auch um die Flexibilität, also wie kann ich neue Geräte einbinden? Da gab es auch noch Rückmeldungen im Chat, dass manchmal das gar nicht so leicht ist, einfach einen Laptop zu nutzen, weiterzugeben aufgrund von Datenschutzherausforderungen. Also das heißt, das ist manchmal gar nicht so leicht, die flexibel einzusetzen. Und da fand ich natürlich die Anmerkung von Frau Schwarz ganz toll, die gesagt hat, na, es gab halt Spenden und anscheinend konnten die Spenden auch dann weitergegeben werden, ohne dass da große Hürden entstanden sind in der Nutzung. Und das zweite Spannungsfeld, was ich festgestellt habe, ist so eins zwischen Modularisierung und Standardisierung. Also das heißt, es wurde zum Beispiel von Frau Henschel auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, die Modularität zu erhöhen oder dass der Bedarf zumindest erkannt wird, dass man modularer vorgehen sollte, auch in den Inhalten, die entwickelt werden. Und dass aber das natürlich nach wie vor noch auf standardisierte Prozesse trifft. Also das heißt, da gibt es doch eine Standardisierung, die zum Teil sehr umfassend sind und die es natürlich schwierig machen, bestimmte Dinge auch modular und dadurch gegebenenfalls auch flexibel einzusetzen. Und daraus folgt aus meiner Sicht, dass grundlegende Gedanken notwendig sind oder auch angestellt werden müssen, wie Organisationen agil bleiben können, sofern sie es denn schon sind oder werden können. Also das heißt, so die Agilität auf solche Herausforderungen, mit denen wir jetzt gerade zu tun haben, wie kann eigentlich darauf reagiert werden? Und wie kann eine Organisation so aufgestellt sein, dass sie da auch flexibel und schnell agieren kann? Das dritte Spannungsfeld, was ich jetzt so erkannt habe, ist besteht darin oder dazwischen, dass die Einstellung zur Weiterbildung in Bezug auf die Nutzung von digitalen Medien sehr hoch ist. Also Einstellung positiv, so formuliert hoch, ist nicht ganz richtig an dieser Stelle. Also die Einstellung ist positiv zur Weiterbildung, weil natürlich auch eine Notwendigkeit besteht, aber die Ressourcen und auch die Strukturen bedingt vorhanden sind. Wir hatten ein Beispiel, was da genannt wurde, dass Honorarkräfte halt an Weiterbildung, die institutionell angebunden werden oder intern, also betriebliche Weiterbildung, dass Honorarkräfte daran gar nicht teilnehmen dürfen, weil das eben strukturell, formal, wie man es dann auch beschreiben möchte, gar nicht möglich ist. Also das ist natürlich auch nochmal eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Und das wurde ja nun an ganz vielen Stellen auch betont. Also Herr Goertz hatte zum Beispiel auch anfangs gesagt, dass der Content viel wichtiger wird. Ich weiß jetzt nicht genau, ob damit auch Lerninhalte gemeint waren. Ich habe das jetzt so in die Richtung verstanden, deswegen wollte ich das jetzt nochmal so mit aufgreifen. Also das heißt, es ist wichtig, welche Inhalte zur Verfügung gestellt werden und wie die natürlich auch didaktisch aufbereitet werden. Und das hatte Frau Schwarz auch nochmal betont, da die didaktischen Herausforderungen, die sich natürlich auch daraus ergeben. Und wie man dann, und da spreche ich jetzt mit Frau Henschel, wie man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zukunftsfähig machen kann. Also das heißt, die Weiterbildung gewinnt hier nochmal an, oder zumindest die Relevanz der Weiterbildung wird in dieser Zeit nochmal viel deutlicher. Sie war, also vorher wussten wir auch, klar, Weiterbildung ist wichtig, aber sie wird nochmal deutlicher. Und abschließend möchte ich mit der Frage, die Frau Sommerfeld eingebracht hat, die bisher noch gar nicht so diskutiert wurde, die ich einfach nur nochmal mit aufgreifen möchte, nämlich die Frage, was verstehen wir eigentlich unter digital kompetent oder Medienkompetenz? Gibt es da ein einheitliches Verständnis? Also wenn wir von Weiterbildung sprechen, muss man natürlich sich auch überlegen, worin eigentlich, mit welchem Ziel? Und in der Grundbildung sprechen wir meistens aus der Perspektive, dass es darum geht, Personen an der Teilhabe der Gesellschaft dass sie partizipieren können an der Gesellschaft und dass das eben nicht dadurch behindert wird, eingeschränkt wird, weil sie eben mit digitalen Medien nicht umgehen können. Also die Frage am Ende auch nochmal,
wie kompetent ist die Gesellschaft in der Hinsicht? Klar gibt es da Unterschiede, das ist sehr heterogen, gerade in der Erwachsenenbildung haben wir immer auch wieder mit heterogenen Strukturen und Voraussetzungen zu tun. Aber die Frage, die ist, glaube ich, durchaus sehr wichtig. Also auf was müssen wir uns eigentlich vorbereiten? Auf was müssen Lernende, Teilnehmende vorbereitet werden? Und haben wir eigentlich eine Idee grundsätzlich, was das ist? Und gibt es da ein einheitliches Verständnis zu? Das ist so mein Fazit, was ich aus den ganzen Beiträgen jetzt versucht habe zusammenzufassen in der Kürze der Zeit. Ich würde Frau Langer mal die Präsentation schicken, dann könnte sie gegebenenfalls die Folie nochmal einblenden. Falls Bedarf ist, dann hat man das nochmal einfach vor Augen. Und damit würde ich auch gerne jetzt die Diskussion tatsächlich eröffnen. Also wenn ich stelle die Frage an Sie, was wünschen Sie sich aus der Praxis heraus an vielleicht die Politik, an die Forschung? Was brauchen wir jetzt? Was zeigt sich, was wir jetzt für Bedarfe eigentlich haben? Herr Brandt, Sie müssen Ihr Mikro noch anmachen. Dann ist es mir tatsächlich doch passiert. Ich hatte gedacht, ich schaffe es, das ganze Webinar über den Fehler nicht zu machen. Aber einmal muss sein. Ja, bitte, Sie sind aufgerufen, auch Frau Koppel, bei der ich mich ganz herzlich bedanken möchte, für dieses persönliche Fazit, was aber auch, glaube ich, den Eindruck wiedergeben würde, könnte, darauf zu reagieren. Was wünschen Sie sich? Was wünschen Sie sich von der Forschung? Welche Themen sollte Forschung stärker in den Blick nehmen? Ich hätte meine eigene Liste von 3 Themen, die ich bei der Gelegenheit nennen könnte. Das eine ist, glaube ich, dieses Thema Prüfung. Was ist möglich und denkbar und eignet sich, kann erprobt werden im Bereich digitalen Prüfungswesen. Ein zweites Thema ist, was können wir aktuell an Einstellungsänderungen und an Praxisänderungen beim Thema Datenschutz beobachten. Ich glaube, wir haben ein ganz interessantes Experimentierfeld momentan mit dem Thema Datenschutz, Datensicherheit. Wir sind extrem herausgefordert ein Spagat zwischen der Nutzung von praktikablen Tools, die uns im Moment das Überleben im Alltag sichern und der Frage unserer Datensicherheit täglich zu leisten. Das kann, können Weiterbildungseinrichtungen Forschungsgegenstand sein bei der Frage, was da wie eigentlich damit umgegangen wird, fände ich hochinteressant. Und etwas, was in verschiedenen Referaten ja auch anklang, die Frage der Themen- und Zielgruppeneignung von bestimmten Tools. Also was eignet sich wofür und was eignet sich wofür nicht im Blick auf Teilnehmende und auf Themen. Das wären so meine Themen, die ich mitgenommen habe aus der Runde, wo es sich sicherlich lohnen würde, wenn Forschung hingucken würde. Aber was möchten Sie ergänzen? Also jetzt melde ich mich mal kurz zu Wort. Machen Sie das, Herr Auch wenn ich selber aus der Forschung komme, aber bei uns in den Diskussionen im MB-Team hat sich eine Frage aufgedrängt, nämlich das Herstellen von sozialer Nähe trotz räumlicher Distanz durch die digitalen Geräte. Also es ist ja eine wichtige Motivation für viele Teilnehmer an der Erwachsenenbildung, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich denke da jetzt an Zielgruppe, sagen wir 60 oder 70 plus, wo gesagt wird, komm doch endlich mal wieder unter Leute, mach doch mal einen VHS-Kurs. Und jetzt ist das Ganze mit einmal digital. Die Frage ist, gibt es denn Möglichkeiten im technischen Bereich, im didaktischen Bereich, trotzdem so etwas wie soziale Nähe herzustellen, dass man sagen kann, oh ja, dann nehme ich da trotzdem dran teil, da komme ich wieder unter Leute. Die Frage ist, welche Lösungen Sie gefunden haben und natürlich auch, wie man das Ganze untersuchen kann. Danke, Herr Görz. Danke, Frau Hillmann, für den Beitrag im Chat. Sie müssen jetzt, glaube ich, los, aber wir können uns das dann gleich in Ruhe noch anschauen. Vielleicht kann ich kurz was zu der Frage von Herrn Görz sagen. Sehr gerne.
Das ist aber, ich beschäftige mich da jetzt, das ist nicht mein Schwerpunkt, aber gehört halt auch zur Medienpädagogik, was insgesamt ein Schwerpunkt meiner Forschung ist. Es gab vor, ich glaube, jetzt 10 Jahren mal so die Idee, über visuell darzustellen, wie nah eigentlich jemand an einem dran ist. Also natürlich nicht räumlich gesehen, also in der Entfernung von Kilometern, das gibt es natürlich auch über Standortbestimmung, sondern thematisch, inhaltlich. Und zwar es gab so ein Lernumfeld, das wurde da erforscht, ich glaube, das hieß dann das Proximeter. Und das Proximeter hat angezeigt, wie nah ist eigentlich jemand an dem Inhalt dran, an der oder auch an der Stelle der Aufgabenbearbeitung. Das war dann eher ein linearer Prozess der Aufgabenbearbeitung. Und man konnte dann sehen, wenn jemand sehr nah dran ist, dann konnte man auch mit der Person in Kontakt treten und dann sich darüber gegebenenfalls austauschen. Das heißt, da wurde versucht, so eine Art Nähe herzustellen. Und das hat jemand mal in seiner Doktorarbeit erforscht. Helge Stedler war das. Das fand ich einen unglaublich interessanten Ansatz, der sich aber anscheinend nicht so ganz durchgesetzt hat, weil ich könnte mir vorstellen, ein Grund ist, dass es auch unglaublich schwer zu programmieren ist. Und man musste halt auch natürlich so standardisierte Werte festlegen, wie nah ist eigentlich jemand, woran mache ich das eigentlich fest? Und das ist natürlich dann dadurch manchmal auch eingeschränkt. Ja, ein sehr interessanter Impuls, Frau Koppel. Es gibt noch Gelegenheit, jetzt auch für den einen oder die andere noch ein kurzes Fazit zu formulieren. Ansonsten würden wir gleich das Ganze in einem kleinen Open Virtual Space auslaufen lassen, zu dem ich dann noch 3 Takte sagen würde. Aber ich gebe gerade noch mal die Gelegenheit, sich noch zu Wort zu melden. Da muss man ja auch manchmal ein bisschen warten bei so Online-Veranstaltungen, bis sich dann jemand traut. Janina Henschel hier. Ich glaube, mein Video funktioniert leider wieder nicht, aber hören können Sie mich, richtig? Ja, prima. Okay, perfekt. Was ich mir nochmal aus so einer generischen Perspektive wünschen würde, ist noch ein engerer oder eine engere Zusammenarbeit zwischen eben Forschung und in meinem konkreten Fall eben betriebliche Praxis. Also gerade im Hinblick auf dieses Thema, welche Fähigkeiten und Kompetenzen werden zukünftig gebraucht? So richtig wissen tut es natürlich keiner. So, und das heißt, das wäre für mich ein Forschungsfeld, wo man durchaus anwendungsorientiert in die berufliche Praxis mit reingeht, Pilotprojekte begleitet oder Ähnliches, um sich da einfach gemeinsam anzunähern. Gut, ich glaube, Frau Keindorf hatte sich gemeldet. Ist das richtig? Dann Frau Koppel nochmal. Genau. Hören Sie mich? Ja, ein bisschen lauter wäre gut. Nochmal den Ton lauter, ist besser? Ja. Okay. Genau, ich habe jetzt keine Forschungsfrage, sondern ich würde gerne nochmal an das anknüpfen, was Sie, Herr Brandt, am Anfang gesagt haben, so die Frage nach der Schockstarre und dann der Umwandlung von Präsenz in Digital-Online-Formate. Wann kommt die Frage oder wie beschäftigen sich Einrichtungen mit der Frage nach der Qualität? Mhm. Das hängt ein bisschen zusammen auch mit dem, was Herr Görz gesagt hat, der Content wird wieder wichtiger. Dahinter stehen die didaktischen Fragen. Das hat natürlich auch was zu tun mit, wie aktiviere ich Teilnehmer in Webinaren? Also das ist so ein bisschen, wie überbrücke ich dieses Social Distancing in digitalen Formaten, weil natürlich gibt es da schon auch Ansätze. Und was wir so beobachten, ist, dass es in vielen Einrichtungen tatsächlich gelungen ist, relativ zügig jetzt auf digital und online umzustellen. Die Frage ist halt, wie ist das Ganze passiert und was, und das hatte, glaube ich, auch die Frau Sommerfeld gesagt, was wurde da eigentlich digitalisiert? Also wann sprechen wir davon, ein gutes digitales Lernangebot zu haben? Das wäre einfach vielleicht auch nochmal ganz spannend, was da die anderen Teilnehmer so für Eindrücke haben, ob es da quasi jetzt auch schon einen nächsten Schritt gibt hinzu. Wir haben jetzt relativ zügig auf die neuen Anforderungen reagiert und jetzt überprüfen wir vielleicht aber auch nochmal das, was wir da relativ kurzfristig aufgesetzt haben, um unser Überleben einfach erstmal zu sichern. Ja, vielen Dank, Frau Keindorf. Das ist eigentlich eine super Überleitung in meinen kleinen Werbeblock, weil nämlich der Dialog 04, den wir im Ende November, Anfang Dezember, 30.11., 1.12. im Rahmen des DIE-Forums stattfinden lassen, nur widmet sich nämlich genau der Frage der Qualität und Professionalität im Umgang mit digitalen Medien. Und genau da wollen wir dieses Thema intensiv über 2 Tage behandeln. Schon jetzt herzliche Einladung, hoffentlich unserem Wunsch nach in einem Präsenzformat in Bonn. Im Gustav-Stresemann-Institut, nein, gar nicht wahr, im Universitätsclub, ich muss mich korrigieren. Und
Ja, insofern würden wir das Thema da genau in den Fokus rücken, das Sie jetzt auch als wichtig befunden haben. Frau Koppel, Sie hatten sich nochmal zu Wort gemeldet und dann würde ich auch die, wenn es keine andere dringende Wortmeldung mehr gibt, denn die Rednerinnenliste zumachen. Ja, okay. Also ich wollte nur ganz kurz, also genau, Frau Langer blendet nochmal eben die Folie ein, die ich vorbereitet habe, weil ich wollte nochmal ganz kurz auf die Frage nach den digitalen Kompetenzen oder was hat sich da eigentlich verändert, eingehen. Und zwar ist es ja schon so, dass wir jetzt sagen können, naja, die Tools sind da, das Toolset hat man. Und das Mindset hat sich verändert. Das ist hier so der letzte Satz auf der Folie, den Sie da sehen, Toolset. Das ist in Anlehnung an Frau Sommerfeld, was sie geschrieben hat. Das fand ich so ganz schön dargestellt. Ich habe das mal ein bisschen umgedichtet. Toolset, also wir haben die Tools, das Mindset hat sich anscheinend verändert und Skills not ready yet. Also das ist so wirklich die Frage, glaube ich, die ganz relevant ist in der Zukunft. Und es gibt ja, Herr Götz, das hatten Sie im Chat auch noch geschrieben, also den Medienkompetenzrahmen NRW zum Beispiel, es gibt ganz viele Kompetenzmodelle, DICCOM 2.1 oder AT oder, also es gibt ganz viele Modelle, die zur Verfügung stehen, die eine Orientierung bieten und vor dem Problem, vor dem wir meiner Meinung nach stehen, und das ist auch insbesondere in der Erwachsenenbildung, wird das ganz virulent, dass wir einerseits bei solchen Fragen, was brauchen wir an Kompetenzen, kann man entweder einen objektiven Zugang wählen, das heißt, man nutzt Dinge, die objektiv prüfbar sind, messbar sind, also Ziele, die klar beschrieben sind, die man erreichen kann, wie zum Beispiel kann eine Quelle einschätzen, kritisch einschätzen. Und gleichzeitig brauchen wir aber so eine Art relativen Zugang dazu, weil wir immer gucken müssen, in welchem Kontext nutzen wir das eigentlich? Also das heißt, einerseits so der soziokulturelle Kontext verändert sich natürlich. Also wenn man jetzt in verschiedene Länder schaut natürlich, also jetzt hier regional weniger, aber wenn man jetzt an verschiedene Länder denkt, das ist dann natürlich etwas, was relativ, also oder relational relativ eher zu beantworten ist. Und dann auch die Frage natürlich, dass die oder beziehungsweise die Herausforderung, die Technik entwickelt sich immer weiter. Das heißt, man muss auch überlegen, dass man so eine Art, ich nenne es jetzt mal wirklich ganz salopp in Anführungsstrichen, Schlüsselkompetenz entwickelt. Wie gehe ich mit technischen Innovationen eigentlich um? Also das heißt, so eine Fähigkeit zu entwickeln, auf so etwas zu reagieren. Und das ist, glaube ich, jetzt wirklich in der Zukunft, deswegen, ich freue mich auf den nächsten Dialog, das passt ja wirklich wunderbar, sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, was brauchen wir da eigentlich? Gut, dann wären wir jetzt am Ende des Dialoges, zumindest des offiziell aufgezeichneten Teils angelangt.